Hier im Stream. Live, Baby. Das klingt doch schon mal sehr gut. So, Freunde, jetzt kommen wir aber nämlich zu dem, jetzt nehme ich jetzt vorbei hier mit Spaß, bevor hier irgendjemand irgendetwas sagt. Machen wir, warte, das mache ich da. Seid noch ruhig, ich bin noch nicht fertig. Das auf. Halten wir an. Zoom. DJ. Und dann. Was kommt? Ein neuer Keiner Spot. darf reden. So. Seht ihr mal? Oh Gott, mein Bildschirm. So. So. Seht ihr das? Ihr Ja? dürft kurz reden. Ja? Sehr geehrten Damen und Herren, hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inhalte in diesem Video lediglich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Die Protagonisten, Gäste Nimm das und ernst! Teilnehmer können nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrer Verlusttragfähigkeit entsprechen. Also auf Basis von Informationen in diesem Video individuelle Anlageentscheidungen trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und Eigenverantwortung. Was zur Folge hat, dass weder die Protagonisten noch die Gäste Und welche Hotline hast du denn da besprochen, ey? dadurch erleiden, dass die Anlageentscheidung aufgrund von Cool, yeah. Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit dem nun folgenden Programm. Grüße von Herzen, Ihre Börsenboys. Kommt jetzt der Langnese-Mann ins Kino, wo ich irgendwie noch Eiskonfekt kaufen kann? Ja, Boah, Jay, das ist ja voll professionell. also. Geh weg. Als du mir das gesagt hast, und dann habe ich mit, also mit dieser Vorlage, weil ich hätte eben, ja, ne, also man müsste das irgendwie mal professionalisieren. Und dann habe ich mir diesen Text und dann habe ich das so geschrieben und habe mir, ja, also es ist bestimmt gut, das zu haben, aber dann blende ich das so kurz ein und dann hatte ich irgendwie diese raue Stimme und dann wie die Flugbegleiterin eures Vertrauens. Also ich hoffe, ihr kommt voll auf eure Kosten. Und ab hier bewegen wir uns ja mit offiziell in einem rechtsfreien Raum. Wir haben alles getan, was man tun kann, um darauf zurückzuweisen, dass das hier fernab von irgendwelcher Anlageberatung ist. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Börsenboys. Hallo? Ich nenne es mal ganz vorsichtig Hedgefonds Edition, weil also das ist so ein bisschen die Richtung, in die es tendieren wird. Ja. Deshalb hätte ich gesagt, jetzt brauchen wir ja gar nicht mehr, obwohl hat irgendjemand was außerhalb der Agenda, die ihr vorab bekommen habt? Haben wir den MGM-Kauf von Amazon drauf? Nee, den haben wir noch nicht drauf. Der ist Weil aber der ist heute jetzt noch. heute offiziell geworden halt, ne? 8,5 Milliarden für so ein Filmstudio. Und ich habe irgendwie in einem anderen Medienblog habe ich gelesen, was da für ein Potenzial halt drin steckt, auch für die Prime-Videosparte, dass da nämlich halt 4.000 Kinofilme und 17.000 Serien, also Folgen, drin stecken. Und man hat irgendwie die Fantasie auch, also sind ganz interessante Sachen dabei, die man natürlich dann, wie man das so als großer Medienkonzern macht, als Neubelebung nochmal aufwärmen könnte. Ja, also nicht nur, dass ich, der immer noch Netflix verweigert, weil er zu geizig ist, auf seinem Amazon Prime Video endlich mal frisches Fleisch wieder in den Käfig geworfen bekommt. Da gibt es dann vielleicht demnächst auch, weiß ich nicht, was zu James Bond oder sonstigen legendären Geschichten, die die MGM Studios schon mal so produziert haben. Also auch gute TV-Serien. Also ich bin nicht nur als Aktionär, sondern auch als Konsument erfreut. Okay, Und aber. 8,5 Milliarden finde ich gar nicht so teuer. Aber Nein! ich hab auch jeden Bezug zur Realität längst verloren. Also.
Nein, das ist, das können wir bezahlen. Aber apropos Amazon, heute fallen, habe ich gelesen, ich habe es nicht überprüft, die Drogerieketten in Aktien, CVS und Walgreens. Auch hier will wohl Amazon jetzt wirklich ernst machen und eine eigene physische Drogeriekette aufbauen. Aufbauen oder eine kaufen, weil Whole Foods haben sie ja als Supermarkt gekauft. Genau. Das kannte ich auch schon aus den USA und muss sagen, das ist ein wirklich toller Supermarkt. Toller Laden. Ja, also wirklich super Sortiment und ja. Auch ganz weit vorne ja in der Digitalisierung schon vorher gewesen. Ja. Und da hätte ich jetzt ja gedacht, irgendwie, dass man ja mit dem Scheckheft loszieht, weil das hieß es jetzt auch zum MGM-Studio-Erwerb. Man finanziert das halt aus den liquiden Mitteln, ne? Also sprich die große Portokasse. Und insofern hätte ich jetzt fast gedacht, dass man da eher so einen Zukauf vielleicht plant. Aber vielleicht haben die auch was ganz Revolutionäres Neues, was den Drogeriemarktsektor angeht. Die Übernahmen wurden schon gespielt vor einem Jahr oder noch ein Stückchen länger her. Ich glaube, Walgreens war da das Zielobjekt. Aber offenbar wollen die das doch selber machen. Habe ich nur zumindest überflogen. Mhm. Und die Aktien sind wohl runter, die betreffenden dann Mitbewerber. Und einer schrieb bei Twitter, Amazon kauft gerade sämtliche wackeligen bankrotten Retailer auf und ja, irgendwann kaufen wir nur noch bei denen. Ne? Also das ist dann alles gelaufen. Das ist alles ein riesen Laden mit einer Zieladresse. Ja. Ja, was man so aus einem Buchhandel alles machen kann. Ne? Ja, in der Tat. Ja. Ja gut, aber das geht ja eigentlich in diese Amazon-Store-Kategorie, also dass man halt sagt, also man holt sich jetzt diese gut gelegenen Immobilien, also man könnte ja dann auch hier endlich mal Karstadt-Quelle bei diesem wahnsinnigen Österreicher aus dem Portfolio kaufen und dann hast du halt quasi diese ganzen Lager, hast du dann auch gerade für verderbliche Sachen, ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht so oft im Drogeriegeschäft, aber da sind bestimmt auch verderbliche Sachen drin, die man halt einfach viel schneller in so einer Stadt verteilen kann. Mit viel besseren Kurieren hast du halt nicht dieses Problem, dass alle sich immer beschweren, dass deine LKWs alles verstopfen. Und dann kannst du halt easy da abholen, dazwischenlager mit dem Rad weiterbringen. Oder mit da habe ich genau, also dieses super fast delivery Thema, da habe ich eine abweichende Meldung vor einer Woche irgendwie gelesen, dass man nämlich dieses Amazon Now, was innerhalb von 1 bis 2 Stunden meine Bestellung ausliefern sollte, einstellt, und zwar weltweit. Also jetzt nicht nur, weil das irgendwie in der Uckermark nicht funktioniert, sondern auch in New York City, wo man ja schon mal so selbstfahrende Roboter auf die Straße gesetzt hatte oder diese Drohnengeschichten, die sich PR-mäßig natürlich immer gut machen. Also das ist wohl gecancelt. Und der Trend geht da nicht weg. Ich meine, ich habe den Mehrwert eh nie so ganz verstanden, aber sofortige Bedürfnisbefriedigung ist ja in deiner Generation, Jay, ganz up to date. Was in 5 Minuten nicht erledigt ist, wird halt nie gemacht. Ja. Letzte Woche, die Leute sagen, Jay, dein Ton ist schlecht nach Minute 5, ich bestelle es, die Folge dauert 2 Stunden, hätte ich zum Ende der Folge schon wieder guten Ton gehabt. Das sind Sorgen, die hat man in meiner Generation. Ja, ich entschuldige mich auch förmlich, falls ich zu laut bin. Ne, das ist ja die abweichende Theorie, warum wir hier in unterschiedlicher Audiostärke aufschlagen. Ein Synonym Unterschiedlichkeit, das ist ein Synonym für den Markt. Wir haben unterschiedliche Betrachtungsweisen und so ist das auch bei der Tonlautstärke. Das ist ein schönes Beispiel für den Markt insgesamt. So einfach kann Marktbeurteilung sein. Der eine sieht es so und der andere sieht es so. Mikrofon oder Markt, fängt beides mit M an, funktioniert auf die gleiche psychologische, miese Art und Weise. Alle Mann, Short auf, Herr Strelos Mikrofon. Ich versuche leiser zu sprechen, wenn ich nicht in Rage komme. Bestimmt. Also dann würde ich nämlich sagen, also dass wir jetzt, wir stürzen uns mal direkt ins Vergnügen, denn also das werden wir nachher noch sehen. Also ganz am Ende steht so eine Frage, die sich zu so einem kompletten Ungetüm entwickelt hat, jetzt über die Recherche, die ich so reingesteckt habe. Deshalb würde ich sagen, machen wir erstmal aktuelle Themen. Nee, wir machen erstmal was anderes, Jay. Das war, was du beim letzten Mal nicht gemacht hast. Der Battle-Aufruf.
Das hätte ich auch, ja, das ist auch, ja, das hätte ich auch schon wieder vergessen. Ich gebe mich dafür her. Also, wir sind ja voll die Profis in YouTube und Co. Und deshalb muss das natürlich, wo wir uns an großen Vorbildern orientieren, kommen. Bitte abonniert diesen Kanal. Gibt uns einen bitte. Daumen hoch, drückt die Glocke da unten. Empfehlt das euren Freunden. Genau, und schreibt es in die Kommentare, haben sie immer gesagt. Schreibt es in die Kommentare, also abonniert ganz wichtig. Abonniert das mit den YouTube-Accounts eurer Eltern. Und Großeltern. Und Großeltern. Jedes Android-Telefon, das ihr findet, abonniert diesen Kanal. Denn auch das muss man dazu sagen, aber das ist vielleicht auch jetzt den Zuschauern auch aufgefallen, also dass unser Intro ist weggefallen, weil während wir noch nicht in der Lage sind, unseren Kanal zu monetarisieren, die Beastie Boys aus New York können theoretisch unseren Kanal gerade monetarisieren. Deshalb gebt uns die Selbstbestimmung zurück. Wir brauchen diese 1000 Abonnenten. Wir laufen Gefahr, hier in größere Schwierigkeiten zu geraten. Deshalb, also auch für das Format als solches, also das läuft folgendermaßen ab mit dem zu Kreuze kriechen. Vor dieser Folge finden wir drei untereinander immer raus, wer den größten Schnapp gemacht hat in dem Hauptdepot. Und der mit dem Hauptdepot am meisten Prozentpunkte gemacht hat in der Woche, der kriecht dann jedes Mal auf ein neues zu Kreuze vor dieser Folge. Und also wie ihr seht, das haben wir wirklich gut hinbekommen dieses Mal. Also wenn ich das sehen würde, ich würde den Kanal vielleicht abonnieren. Vielleicht. Ja, dann fangen Sie jetzt mit Content bitte mal ein, die Leute. Ja, jetzt habe ich aber noch so ein Video, so ein schönes wie gerade vorbereitet. Oh, und Beastie Boys. Ja. Erstmal ganz klassisch, Präsentation ist auch nie gestartet. Ja, jetzt ärgert ihr euch, dass ihr abonniert habt. Ja. Ihr dachtet, ihr kriegt ihr was geboten, aber in Wirklichkeit. Es ist ja alles ungeschnitten und live hier immerhin. Ne? Wir werden heute noch über Geduld sprechen. Geduld bei Investments. Und das ist jetzt dieser Moment. Da kann man das üben. Ja, wobei ich mich aber heute jetzt ist es auch natürlich alles nicht so, wie es da ist. So. Hast du gerade Söder gesagt? Ja, vielleicht wäre das mein präferierter Bundeskanzler gewesen. nee, um ganz ehrlich zu sein, nee, tatsächlich nicht. Aber darum geht es auch nämlich überhaupt heute gar nicht. Also irgendwann wird das bestimmt nochmal das große Thema werden, das politische. Aber bis dahin sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen zur großen Börsenboys Hedgefonds Edition. Unterthemen, ja, den Großteil jetzt hier aus dem Bereich Aktuelles rausgefischt und die öffnenden Worte, das hat er uns nämlich im Laufe der Woche einfach mal so auf einem kurzen Dienstweg mitgeteilt, ist, dass Tino jetzt erstmal verrät, wieso er Titel in Asien verkauft hat, mit cleverer Voraussicht. Naja, danke, Jay. Ob das clever ist, das wissen wir ja immer erst hinterher. Der Markt ist ja nicht statisch. Er ist ein Prozess von Millionen von Marktteilnehmern beeinflusst. Und insofern sind Entscheidungen immer unter Unsicherheit getroffen. Und so geht es mir natürlich auch. Ich will aber eigentlich gar nicht über diese Verkäufe sprechen. Also ich spreche darüber. Und das ist übrigens keine Empfehlung, das nachzumachen und... Wir hatten die Disclaimer schon. Ja, okay. Gut. Ja, da wollen wir keine Zeit verbrennen. Da wollen wir keine Zeit damit verbrennen. Ich will mal, ich gucke auch immer so rüber, weil hier, ich habe das auch diktiert. Auch das wird ein Blogartikel. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen, denke ich. Ich will den Prozess beschreiben. Wie kommt man dazu, in diesem hysterischen Markt zu verkaufen? Weil es ja jeden Tag weitergehen muss. So, und jetzt ein bisschen ernsthafter. Es geht bei diesen Überlegungen, bei mir, und das versuche ich hier zu vermitteln, nicht um Markttiming. Es geht nicht darum, den besten Kurs zu erwischen. Es geht darum, einen Prozess abzuschließen, der sich eventuell, also bei mir ist das so der Fall, schon über längere Zeit entwickelt hat.
ein gewisses Eigenleben hat und sich so weit gesteigert hat, dass man als Investor zu einer Entscheidung kommt. Zu einer Entscheidung kommen deshalb, weil für mich Börse nicht irgendein Hobby ist, sondern ein Geschäft. Und das hat nichts mit der Depotgröße zu tun. Das sei auch noch angemerkt. Sondern es geht hier um Geld. Es ist schon versteuertes Geld, was wir einsetzen, was dann übrigens nochmal versteuert wird. Aber okay, das ist was anderes. Und ja, durchaus. Und die Träne ist, kannst du dir aufschminken, ja, Jay. lass ich mir tätowieren. Als permanente Steuerträne sollten wir die uns antätowieren. Wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wird, dann ja, genau. Gehe ich mir die. Also es geht nicht um Market Timing, es geht nicht um den Kurs. Es geht um einen Prozess des Erkennens und das Erkennen ist ein individuelles, ein persönliches. Weil eben der Markt nicht, wie uns die Schlauberger der Wirtschaftswissenschaftsfakultäten weismachen wollen, nicht statisch und mathematisch berechenbar ist, sondern dadurch, dass er von Millionen Marktteilnehmern angetrieben wird, ist der Finanzmarkt ein Handelsplatz, ein Sammelbecken von emotionalen Entscheidungen in der Hauptsache. Die wenigsten agieren rational. Das ist vielleicht der Renaissance-Fonds so vom Herrn Simmons. Der macht die Algos so flott, der lässt die so stramm stehen, dass die auch das machen, was sie tun und nicht, was der Herr Simmons macht. Aber es ist auch eine andere Geschichte. Jeder Marktteilnehmer an diesen Märkten hat seine eigenen persönlichen Ziele und er hat auch seine eigene persönliche Vergangenheit. Und diese führen zu Investments. Und diese Investments sind immer auch permanent das Ergebnis einer persönlichen Einschätzung. Der Markt gibt mir zwar Signale, aber ich habe immer noch eine persönliche Einschätzung auf mein ganz persönliches Investment. So, das ist die Präambel. Wie habe ich jetzt das Ganze, wie bin ich das angegangen? Ich bin in Asien investiert, jetzt wird es konkret, seit 2012. Guter Lauf. Respekt, nehme ich zur Kenntnis. Ich habe damals angefangen mit einem ETF und ich meine mich zu erinnern, dass es einen einzigen China-ETF 2012 gab. Den habe ich genommen, der hatte 0,6er TER. Und das war mein Beginn in Asien. Ich habe damals ein paar Bücher gelesen und ich dachte mir, das ist es. So, das ist jetzt schon eine Weile her. 2012 ist lange vorbei. Und jetzt kommen wir zu diesen persönlichen Einschätzungen, die ich meine. Dieses Investment und diese Investments sind im Laufe der Zeit natürlich weitere ETFs dazugekommen. Ich spreche hier übrigens nur von ETF-Engagements, nicht von Einzelaktien, weil ich kenne mich in der Gegend nicht aus und da kaufe ich keine Einzelaktien. Ich kenne mich auch politisch nicht aus, nicht steuerlich und deswegen ETFs. Und politisch ist das schwierig. Ja, genau. Ja, eben, ne? Aber da schützt sich der also, ETF auch nicht von unbedingt, ne? Nicht unbedingt, aber zumindest hast du dort eine gewisse Streuung drin und kaufst nicht irgendwie so Lucky. Und dadurch, dass ich das Ganze 2012 begonnen habe, ist dieser geografische Klumpen bei mir relativ groß geworden. Das war Punkt 1. Das heißt, ich nehme mein Portfolio, sehe das an. Dieses Portfolio beträgt 100% und ein gewisser Anteil, den ich vorher mir ausgerechnet habe, den ich auch risikogemäß verkraften möchte, wo ich also in Asien engagiert sein möchte, wenn der größer wird, dann mache ich mir schon mal meine Gedanken. Und logischerweise, wenn man seit 2012 dort agiert, dann ist das ein bisschen was. Dazu kommt
ein kleiner, winziger Ausflug in die Charttechnik. Die Indizes in Asien notieren alle knapp über ihrem 200er Durchschnitt, 200 Tage GD. In jeglichen, also 200 Tage in jeglichen Zeitebenen. Also egal, wie lang ich den Chart aufmache, der 200er, da steht die Kursnotierung dran. Die asiatischen Märkte haben mit Masse ihr Hoch im Februar gehabt. Und jetzt kommt mein Szenario. Und sie haben ihr Hoch im Februar gehabt und sind seitdem doch schon signifikant abgebröckelt. Also die haben bestimmt gut 5, 6, 7% verloren. Und jetzt kommt mein Szenario. Der S&P, die US-Leitbörse, ist notiert immer noch 13% über dem 200-Tage-Durchschnitt. Gibt es verschiedene Gründe für das Gewinnwachstum der Unternehmen, die im S&P drin sind. Das ist es nicht. Das ist nicht der Grund, sondern es ist möglicherweise das Geldmengenwachstum, was sich speziell im letzten Jahr dort ergeben hat. Das heißt, die Fed hat unglaublich viele Dollars geprintet und in den Markt gespült. Und diese Liquidität ist mit Masse in Aktienmärkte und Immobilien geflossen. Dementsprechend notiert der S&P und auch andere amerikanische Indizes weit oben. Für mich stellt sich also das Szenario so dar, die USA sind die Leitbörse, immer noch. Der Dollar ist die Leitwährung der Welt, immer noch. Wenn die asiatischen Märkte knapp, wirklich sehr, sehr knapp an ihrem 200er notieren, kurstechnisch, der S&P aber 13% drüber steht. Und wenn der S&P jetzt ein bisschen wackelt, nur ein bisschen, nur 10%, das wäre eine Korrektur. Da würden wir noch nicht mal, da müssten wir noch nicht mal Schweißperlen auf der Stirn haben. Das wäre also gar nichts. Werden die asiatischen Märkte reagieren? Das bedeutet, es ist immer meine Sichtweise, ja, das sei hier nochmal eingefügt. Das bedeutet, dass in dem Moment die Indizes in Asien meiner Einschätzung nach durch ihre 200-Tage-Linie durchbrechen. Und der Charttechniker, der Klassiker, sagt jetzt, oh, Kurse unter der 200er-Linie sind Bärenmärkte. Genauso ist das. Ganz simpel und ganz einfach und übrigens eine Strategie, die auch wunderbar funktioniert. Man kann sich mal einen Chart nehmen und das mal für die letzten 50, 60, 70 Jahre durchexerzieren, um festzustellen, das stimmt schon. Wenn also die 200er nach oben oder nach unten geschnitten wird, ist das meistens das Fanal für den Eintritt in eine neue Marktphase. Das ist die Definition der Trendumkehr eigentlich. Richtig. Genau. Und diese Divergenz zwischen den amerikanischen Märkten, die ich als Leitbörse definiere, S&P, und den asiatischen Märkten, die hat mich so ein bisschen dazu gebracht, im Einklang dessen, dass diese geografische Klumpung sowieso viel zu groß ist bei mir in meinem Portfolio. Da habe ich mir gesagt, das Risiko ist mir zu groß. Wenn wir da durchrauschen, dann gibt es jede Menge Stop-Aufträge anzunehmenderweise, die dann die Kurse noch weiter drücken. Also reduziere ich mein Asien-Investment. Das ist eigentlich der Prozess, den ich mit diesem Verkauf beschreiben will und die Blaupause sein sollte für jeden mittel-langfristigen Investor, sich also Szenarien vorzustellen und diese dann zu spielen. Ob die aufgehen, das weiß man immer erst hinterher. Ich weiß auch nicht, ob ich richtig liege mit meiner Version. Deswegen habe ich übrigens auch nicht komplett eingecashed, sondern wirklich nur Überschüsse, also Überschüsse im Sinne von der Anteil Asien, Ozeanien war zu groß, also habe ich ihn reduziert, aber ich habe ihn nicht komplett aufgelöst. Und das führt diese Investition wieder auf ein vernünftiges Maß, mit dem ich umgehen kann. Das heißt, ich bin immer noch investiert in dem geografischen Bereich, aber ich habe reduziert, stark reduziert, aufgrund der eben geschilderten Situation. Und ich wollte mit diesem
Monolog mal darstellen, wie ein Prozess beim Verkauf funktionieren kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das umzusetzen, aber das ist sozusagen meiner. Ein Schlusswort noch. Ich verkaufe natürlich lieber, wenn ich noch richtig grün bin in den Zahlen, als wenn die Sache dann einen Schnelldurchgang nach unten entwickeln könnte. Denn nach unten geht es meistens viel schneller als nach oben. Also nicht meistens, immer. Und dann fällt ein Verkauf schwer. Ich verkaufe also viel leichter in einer Phase der Euphorie, der Zukunftsgläubigkeit und dass alles gut wird und diesmal alles anders ist, da verkaufe ich viel leichter, wenn das Portfolio entsprechend das auch von den Zahlen her hergibt, also dass ich dort zu viel investiert bin, dann fällt es mir leicht und deswegen, kommen wir vom Großen ins Kleine, brauche ich auch nicht auf den Kurs gucken. Ich stelle die Order ein und verkaufe Market und raus geht das. Also Market mit Limit, aber ich muss mich nicht um irgendwelche Centbeträge streiten bei mit dem Broker bei ETF-Verkäufen, sondern ich mache das Ding klar. Und eine Sache, die man auch immer vergisst, und damit schließe ich, es stärkt ja unmittelbar meine Liquidität. Die ja ohnehin schon gut ausgebaut ist. Ja, also manchmal bin ich ja sehr nervös, wenn ich auf meine Liquidität schaue, aber wir werden sehen, wie das ausgeht. Aber natürlich, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen bei Twitter von einem, also die Kurzfassung lautet, es ist eigentlich egal, wo deine Kurse der einzelnen Investments stehen, ob das ETFs oder Einzelaktien sind. Entscheidend ist nur dein Kontostand. Das ist das, was der ganze Plunder heute, jetzt, in diesem Moment wert ist. Und aufgrund dieses Kontostandes musst du deine Entscheidungen treffen. Und das finde ich eine sehr, sehr praktikable Sichtweise, die es einem leicht macht. Also was ich heute eincashen kann, das habe ich wirklich. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und weil, außer die Inflation. Außer die Inflation. Aber ja, schöner Sidekick hier, Herr Strelo. Aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ich nehme doch lieber 2% Verlust in Kauf, statt 10% in China. Risiko, ja. So. Und jetzt greife ich hier einmal ganz frech vor. Ich bin noch fertig. Ich bin dann jetzt hier trocken im Mund. Wenn ihr wüsstet, was auf dieser letzten Folie auf euch wartet, weil diese Michael Saylor-Geschichte, also da würde man sich wünschen, 2% Inflation. Also das ist wunderbar, dass du das so geöffnet hast, weil wir können es also ganz rund machen am Ende mit einer also wirklich sehr fatalistischen Perspektive auf das Ganze, wo er also halt auch wirklich, also die Kernthese, damit die Leute auch jetzt schon mal bis zum Ende dranbleiben, ist das halt quasi in den oberen Asset-Klassen, also bei Consumer Price Index, fällt es nicht ins Gewicht, diese 2% über die Bios unterhalten, aber er spricht von Hyperinflation auf Assets. Das ja. heißt also halt quasi das Geld, was nicht am Markt ist, wird mit 25% entwertet pro Jahr, sagt er. Aber da kommen wir später zu, also ganz wilde Thesen. Ja, aber dann hätte ich nämlich gesagt, dann machen wir direkt. Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeguckt, weil ich hatte gerade überlegt, China habe ich irgendwie nur mit dem 40-Räuber-Wert im Depot, als ich auf End-Financial-Börsengang gesetzt habe, der dann aus politischen Gründen nicht stattgefunden hat. Und in einem Emerging Markets ETF habe ich mal nachgeschaut, der China-Anteil bei dem, den ich da habe, ist 18,5%. Ja, also man ist schneller in China, als man sich das eigentlich vorstellt. Ja, es ist auch nicht nur China, es sind dort die kompletten Märkte. Wenn man jetzt tiefer einsteigen würde, das vielleicht nur noch so als Tipp für Leute, die gerade zuschauen oder das nachschauen, wer sich da mehr engagieren möchte. Es gibt auch ein demografisches Problem in Asien. Glaubt man nicht, aber wir dürfen nicht aus unserer gesättigten, saturiert hat der Herr Bismarck das genannt, der alte Reichskanzler, saturierten Blickweise der Europäer heraus falsch einschätzen, dass wir denken, die haben immer alle noch 7 Kinder. Das ist schon lange nicht mehr der Fall.
Und alleine Japan macht vor, dass das demografische Problem da ist. Und in China soll es wohl auch ankommen in den nächsten Jahren. Ja. Und auch das wird für ein geringeres BIP sorgen und damit geringere Wachstumsraten. Also geringer, als wir uns heute wohl vorstellen können. Es ist nicht mehr der Wachstumsmotor, den wir aus unserer saturierten europäischen Sicht annehmen. Zumindest lässt er sich nicht so fortschreiben, so extrapolieren. Auch wenn, glaube ich, das Rennen um die größte Volkswirtschaft nicht am Ende, aber innerhalb der nächsten Jahrzehnte eben in China landen wird. Absolut, ja. Aber das hat eben nichts mit den Wachstumsraten zu tun. Ne? Ja. Aber dafür strecken sie ja schon die Fühler langsam aus über die ganze Welt und erschließen einfach neue Märkte, da wo wir sie gar nicht vermutet haben. Also, aber das wird auch nochmal eine ganz spannende. Da bin ich auch schon, ich weiß nicht, mit einem lachenden und einem weinenden Auge nehme ich das zur Kenntnis. Gut. Wie schon gesagt, also erstmal, was wir festhalten, also sobald das fertig ist, verlinken wir den Blogbeitrag dazu hier drunter. Also, dass man das auch nochmal nachlesen kann, weil das ist. Der muss erstmal geschrieben werden. Es ist ja nur ein Diktat. Ja, also genau, nur dass die Leute schon mal wissen, wo er zu finden ist, wenn er denn kommt. Dann klippen wir das hier dran. Das sind gute Gedanken, für die Leute auch einschalten hier. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit aktuellem Marktgeschehen. Nämlich dann, also überall sogar, also auch in diesen ganzen populären Medien, die ganze Welt redet über die Fusion Deutsche Wohnen und Vonovia. Also die zwei größten Immobilienkonzerne hier in diesem Land. Im zweiten Anlauf, glaube ich, es ist der zweite Anlauf, wollen sie es jetzt. Der dritte, glaube ich. Im dritten Anlauf, aber diesmal also abgesegnet von dem Management auch oder vom Vorstand der Deutschen Wohnen. Also diesmal sieht es gar nicht so gut aus. Also Vonovia möchte die Deutsche Wohnen schlucken. Und an den Kursen ganz gut erkannt, die Deutsche Wohnen ist, glaube ich, 15% oder so hoch, Vonovia 8% verloren. Also gespaltene Meinung. Und das spannend ist das Ganze natürlich, also dass das ausgerechnet jetzt passiert, also wo die ganze Welt über irgendwelche Mietendeckel spricht und in Berlin die Leute auf die Straße gehen, ganz genau gegen Konzerne dieser Art und dass jetzt diese Konzerne halt so ein Ultramonopol, ich glaube, das sind eine halbe Million Wohnungen, die dann halt besitzen im Portfolio, da zu dem größten Wohnungskonzern Deutschlands auf jeden Fall und also, glaube ich, auch irgendwie zu einem der, weiß ich nicht, unter den Top 10 der Wohnkonglomeraten weltweit werden. Gute oder schlechte Idee? Was sagt er da? Also ich habe ja wenig Ahnung von Immobilien. Und also ich habe viele US-REITs im Depot und irgendwie hat der Herr Röhl geschrieben, dass diese neu gegründete Gesellschaft dann, dass es nur noch 4 Immobiliengesellschaften in den USA geben würde, die größer sind als dieser neue Konzern. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Ansonsten kann ich das nicht so gut einschätzen, weil Immobiliengeschäft sehr schwierig zu bewerten, zu beurteilen ist. Bewerten im Sinne von wirklich Bilanz. Da kenne ich mich wirklich zu wenig aus. Es gibt da Kollegen, also ich habe da was bei Godmo Trader gelesen, einen Artikel, die auch dankenswerterweise nicht Hurra geschrien haben, sondern auch ein Worst-Case-Szenario aufgeschrieben haben, weil wenn es aus politischen Gründen Rückgänge im Umsatz geben würde. Dieser Konzern ist ja immer noch in Deutschland beheimatet und hat auch in Deutschland seine Assets vermietet. Dann würde das, bedingt durch die Hebelwirkung, die bei Immobilieninvestments immer im Spiel ist, die Masse von Immobilieninvestments wird über Fremdkapital vollzogen. Und dann würde das die Hebelwirkung, die nach oben in guten Zeiten so schön wirkt, würde nach unten natürlich auch entsprechend ganz furchtbar wirken. Dass also bereits, soweit ich es im Kopf habe,
sollten also Mieten in irgendeiner Art und Weise gedeckelt oder verringert oder sonst wie werden, dass ein 10-prozentiger Rückgang bereits einen 30-prozentigen Rückgang beim Nettoanlagevermögen dieser Immobiliengesellschaft führen würde, was wiederum beinahe zu einer Ankündigung einer bilanziellen Überschuldung führen würde. Das sind jetzt alles nur Theorien und ich weiß eigentlich gar nicht, wovon ich spreche. Es ist alles nur angelesen, aber zeigt, dass man auch hier wieder, wir sind ja immer bemüht in dieser Sendung, den Prozess klar zu machen, den Prozess des Investierens. Und das ist wieder mal so ein schönes Beispiel, dass man nicht auf jeden Zug aufspringen muss, dass man eventuell auch diesen, wenn man so hinterher rennt, in diesen Hobo-Filmen, wo die Leute dann so 1000 Kilometer durch die USA trampen, dass man auch den Griff verpassen kann und dann rutscht man ab und schlägt sich die Knie auf. Das kann also auch bei solchen Investments passieren. Es ist in diesem deutschen Szenario ist eben auch die Politik ein großer Player. Und das kann ja nun in Hinsicht auf den Herbst wirklich gar keiner einschätzen, was da für ein Gewitter droht. Aber das war ja das Interessante in meinen Augen auch bei dieser angekündigten und ja eben auch empfohlenen, an die Aktionäre empfohlenen Übernahme, also seitens Deutsche Wohnen. Man hat ja solche sozialen Zusagen gemacht. Also man hat ja nicht nur irgendwie so die Eckdaten des Deals rausgehauen, wie viel Kaufpreis, mit wie viel Dividendenberechtigung, mit wie viel Fremdkapital jetzt auch nochmal diese Übernahme gestemmt werden soll, weil so viel haben die halt nicht in der Kriegskasse, sondern dass es halt auch Ankündigungen gab, um wie viel maximal die Mieten ansteigen sollen. Also sowas, was man ansonsten, wenn Belegschaft abgebaut wird, dann gibt es Verhandlungen mit dem Betriebsrat und dann kommt dann irgendwie so ein Sozialplan daraus und wir verzichten auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2025 und Ähnliches. Und so Aussagen haben die gemacht, weil die wissen natürlich, das muss ja erst noch durchgewunken werden auch. Ne? Wir haben da ja ein kartellrechtliches Problem auch bei der Größe, um die es geht. Da haben die wirklich sich schon die Gedanken zu gemacht und das mitgeliefert. Also ansonsten muss ich sagen, von der Art und Weise Pressearbeit, Auftritt, Timing und so weiter, haben die das sehr, sehr gut gemacht und haben eben genau dieses Thema, was sonst zu Spekulationen eingeladen hätte, direkt mit, ja nicht tot gemacht, aber eben in die richtigen Kanäle schon mal gebracht. Ja. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich hätte übrigens zu dem Deal noch zwei Statista-Grafiken, die ich Jay 5 Minuten vorher gerade noch rüberkopiert habe. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf schauen. Das eine ist jetzt die schiere Größe dieses Deals, ne? Also hier diese linke Seite, gestapelte Säule, was sind denn eigentlich hier die Anzahl der Wohneinheiten? Also man kommt da halt auf ja über 550.000 Wohneinheiten zusammen und die anderen börsennotierten Immobiliengesellschaften, die es da noch so gibt, sind ungleich kleiner. Und das andere, die ist ein Ticken, aber auch nur älter, die Grafik, ist, wie haben sich die Mieteinnahmen bei den Wohnungsgesellschaften 2020 halt entwickelt. Und da fällt auf, dass diese Deutsche Wohnen mit ihrem Kerngeschäft in Berlin im letzten Jahr tatsächlich nur 0,5% Wachstum bei den Mieteinnahmen hatte. Das ist diese Mietdeckel-Diskussion, die ja auch so als Poison Pill eigentlich bei dem ganzen Deal mit dabei ist und weshalb auch am Ende die Frage ist, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt? Ne? Die Vonovia hat letztes Jahr mit 9,2% ganz ordentlich die Mieteinnahmen erhöht, muss man alles in Relation setzen. Die haben auch sicherlich Millionenbeträge investiert in die Wohnungen, weil der Bestand ist von ja, gemischter Qualität, um das mal ganz neutral zu formulieren. Und insofern, also hier nur so zwei so Sachen, die ich zufällig gefunden habe, die diese Größe nochmal irgendwie zeigen. Und ich nehme es auch schon wieder weg. Weil was ich auch interessant fand, als ich das gelesen habe, was der NAV, also der Netto Asset Value von den beiden Immobiliengesellschaften angeht, der liegt in der Bewertung
unter der Marktkapitalisierung der beiden Unternehmen. Ja? Also das ist ja immer eine ganz spannende Sache, Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und da denkt man sich natürlich Immobilien, wer kriegt Immobilienpreise nicht mit, frage ich mich. Da ist natürlich eine Wahnsinnsentwicklung drin gewesen. Kann ich die hochprojizieren? Ich sag mal, hoffentlich nicht. Also aus Sicht derer, die kaufen oder mieten. Aber kann das ewig so weitergehen? Nein. Was für eine Grundlage hat diese Bewertung und warum ist eben der Markt, der allmächtige Markt, über die Börsenkurse zu dem Schluss gekommen, dass die halt unter dem Buchwert notieren? Ne? Und ja. Das ist halt für mich, was die Sache total spannend macht und eben diese politische Komponente winkt das einer durch. Ich glaube, dass das bei den Aktionären tatsächlich angenommen wird, weil das Übernahmeangebot, der Aufpreis, den man da bietet, um die Deutsche Wohnen-Aktien abzukaufen, der ist ordentlich und die waren gelitten, die Aktionäre. Also ich glaube, da wird es eine große Mehrheit zu geben. Ja. Das denke ich auch. Die sind, glaube ich, 18 Euro oder 18 Euro über dem gestrigen Kurs, ne? War, glaube ich, das Angebot. Ja. Aber dass der NAV so ist, wir müssen ja immer wieder einen Schritt zurückgehen und den Fokus weit machen bei solchen Überlegungen. Wir Privatanleger, wir machen doch keine Kurse. Wir nehmen höchstens teil. Wenn also der NAV so unter 1 liegt, NAV ist gleich KBV, also Kurs-Buchwert-Verhältnis, wie eben angesprochen, dann ist das für mich ein, Achtung jetzt auf die Formulierung, bisschen Umkehrdenken, das ist für mich ein Risikoaufschlag. Da ist also Risiko eingepreist, deswegen liegt der Netto-Inventarwert der Immobilien unter der Market Cap. Und wenn ich noch dazu nehme, dass ich von, wie ich schon erwähnt habe, von Immobilien keine bis sehr, sehr wenig Ahnung habe, dann würde ich als Aktieninvestor sagen, ich gucke mir das Ganze erstmal von der Seitenlinie an. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe das Geschäft nicht, ich verstehe den Deal nicht, ich verstehe die Steuern nicht, ich verstehe die Abschreibung nicht, ich verstehe nicht, wie sich die Kosten für Baumaterial entwickeln. Holz. Holz und Zement, ja, der neue Zins. Ja. Und ich verstehe also eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, wie die Löhne sich entwickeln, der Leute, die da auf den Baustellen rumkriechen und renovieren. Ich weiß sehr wenig. Und das sind für mich die Indikatoren, die dafür sprechen, ich gehe mal lieber weiter weg von einem Einzel in einem Einmal-Investment und macht das gegebenenfalls über einen ETF. Da ist die Vonovia drin, da ist die Deutsche Wohnen drin, da ist auch die THG drin und auch andere Verdächtige aus der Branche. Und vielleicht sind da sogar welche drin, die in einem anderen Land oder in einer anderen Region auch im Thema Immobilien unterwegs sind, weil das ist natürlich schon eine Wahnsinns-Marktkonzentration. Absolut. Ja, und deshalb ist natürlich da auch das, klar, die kommen mit einem Synergiepotenzial irgendwie daher. Wir können jedes Jahr 100 Millionen Euro Kosten einsparen, aber aus den Kosteneinsparungen heraus finanziert sich der Kauf halt auch nicht von alleine. Und ob die Dividende gedoppelt wird, das sprich 1 plus 1, weiß auch noch keiner. Ja, vielleicht ist die nur 0,7 insgesamt. Ja, also ich hätte es in der Tat spannender gefunden, wenn so ein Gigant, ich meine, es sind ja beides DAX-Unternehmen, also schon eine ordentliche Liga, wenn die natürlich ins Ausland gegangen wären, sich in einen anderen Markt mit eingekauft hätten, mit ihrer Expertise. Also eine Übernahme im Ausland hätte ich persönlich wahrscheinlicher gefunden, als jetzt einen innerdeutschen Deal der beiden großen Champions mit ganz, ganz viel Abstand zu dem, was denn danach auf den folgenden Plätzen noch kommt. Ja. Wisst ihr, Freunde, was das Schöne an dieser Sendung ist und für alle, die zuschauen, dass man während des Gesprächs noch auf Gedanken kommt. Also dieses Format lässt Raum für Denken. Was mir gerade einfällt noch, ist vielleicht diese Hast, weil es ist ja politisch äußerst unklug, würden wir jetzt so feststellen, aus unserer laienhaften Sicht, das jetzt zu machen. Ist vielleicht diese Hast auch bedingt noch günstige im Sinne von Zinskredite abzufassen?
Ganz genau. Also ich glaube auch, es ist ja die Zeit des billigen Geldes nach wie vor. Noch. Noch, genau. Und die Zinswende klopft jetzt auch noch nicht an die Türe, keine Sorge. Irgendwann muss sie kommen. Aber das, was wir bei den Tech-Werten immer kritisieren, dass da eben Wachstum um jeden Preis und auf Pump und mit Fremdkapital drin ist. Immobiliengeschäft ist immer Fremdkapital getrieben. Das ist auch okay an der Stelle, weil es gibt ja eine Substanz, die dazu ist. Und es gibt halt eine Einkommensperspektive. Das ist ja echte Cashflow-Kings, ja, solches Business. Das hat man ja selten heutzutage. Aber ich habe auch, mein erster Gedanke ging genau in die Richtung, so nach dem Motto, noch kommst du billig an Geld und du brauchst viel an der Stelle. Und die werden natürlich Traumkonditionen auch überall aushandeln können bei dieser Größe und Marktmacht. Das ist vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr so attraktiv. Deshalb jetzt beim dritten Versuch Sack zumachen, lieber noch ein bisschen mehr Aufpreis bieten und dann geht es aber auch durch. Und bin gespannt. Von der Politik habe ich nämlich noch gar nichts gehört, ehrlich gesagt, wie die sich dazu stellen, auch wenn der regierende Bürgermeister von Berlin da irgendwie bei einer Pressekonferenz war. Aber ich habe mir schon gar nicht mehr gemerkt, was der Herr Müller da gesagt hat. Ja, das ist eigentlich auch unwichtig. Pass mal auf, jetzt kriegt er mal meinen ersten Gedanken, als ich das gehört habe, jetzt im aktuellen Umfeld. Ich habe mir sofort gedacht, ach guck mal, die Deutsche Wohnen zieht ihren Kopf jetzt aus der Schlinge. Weil was sie natürlich auch macht, ist, die kaufen sich jetzt ordentlich Rückgrat. Also nach Corona und den ganzen Diskussionen, die halt zu großen Teilen auf dem Rücken von der Deutschen Wohnen ausgetragen wurden, standen die ja schon unter Druck. Und dann quasi die politische Unsicherheit, die ja jetzt auch auf einmal entstehen könnte, plus die Leute gehen in Berlin tatsächlich auf die Straße, die haben die Schnauze gestrichen voll. Und dann quasi so, solange sich das auf Berlin bezieht. Und dann, wenn du dein Kerngeschäft in Berlin hast, bist du dem kompletten Berliner Druck ausgesetzt. Das wird natürlich alles entspannter, wenn man jetzt auf einmal sagt, okay, ich gebe schnell einfach alles an die Vonovia ab, bin dann durch in Deutschland weiter Immobilienkonzern und ich bin nicht mehr diesem vollen Druck durch Berlin ausgesetzt. Weil das war also das Erste, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir gedacht, also das mit den Immobilienpreisen, also das, was Tino gesagt hat, ich habe diesen Newsletter da auch noch gestern schnell gelesen, ist, also das wäre natürlich das andere Traumszenario, an das ich jetzt gerade denken könnte, ist also jetzt mit diesem komplett überhebelten Markt, also gerade Immobilien, das hat ja alles, ah, das ist wie Kalifornien in 2006 jetzt gerade, ist, das sollte jetzt tatsächlich aufgrund dieses hohen Hebels einfach der nächste DAX-Konzern pleite gehen. 2020 Wirecard, 2021 Vonovia, Wäre richtig Superkonzern. bitter, ja. Ich würde so lachen, also auf internationaler Bühne der Deutsche Leidenlängst. Die nächste Traumgeschichte. Vonovia kauft Deutsche Wohnen, alles komplett überhebelt, geht jetzt auch Insolvenz. Weiß ich nicht, was kommt als nächstes. Kommt Dann sind die wir wirklich Bananenrepublik. Ja. ja, Dann sind wir Tonis Bank, kleine Bananenrepublik. Pizzeria von der Rheinischen Straße, rückt jetzt in den DAX nach, weil uns gehen so langsam die Konzerne aus, die nicht aufsteigen, um direkt danach insolvent zu gehen. So. Also dieses ganze Ding beeindruckend mit anzusehen, also ich denke ja, es ist wahrscheinlich, also jetzt der Ökonom, Betriebswirtschaft, das ist der erste, ja klar, macht es natürlich Sinn, kannst du wahrscheinlich alles günstiger, ich meine, am Ende, du wirst dann einfach die Zulieferer einfach weiter unter Druck setzen können. Gibt halt dann nicht mehr unbedingt Leute, die deine Dienstleistung nachfragen, die halt nicht Vonovia heißen. Kannst die Preise noch weiter drücken und dann, am Ende ist eine zunehmende Prekarisierung der Gesellschaft, aber ich glaube, das wird hier nicht diskutiert. Außer vielleicht jetzt in dieser Berlin-Debatte und ich glaube, da macht Deutsche Wohnen alles richtig, sich da jetzt schon mal vorab aus der Schusslinie zu ziehen. Das ist ein gutes Gedächtnis, weil das ist mir auch jetzt erst im Gespräch nochmal wieder bewusst geworden, dass wir ja diese Enteignungsdebatte hatten. Ne? Also, dass die in Berlin dann ja auch wirklich, ist ja vielleicht auch die revolutionäre Zelle hier in dieser Republik, auf die Straße da gegangen sind, Deutsche Wohnen enteignen wollten. Ich erinnere mich an Kevin Kühnert, der da auch dann die BMW gerne verstaatlichen wollte. Ne? Also das ist auch schon ein bisschen her und irgendwie Corona überlagert gewesen. Aber das waren ja richtig heftige, radikalste Forderungen. Von der Warte habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, passt gut für mich. Als das Ja, jetzt und am rauskam, Ende der ist es Deal halt hat das, einer. Ja. was Tino halt gesagt hat. Ne? Also man kann es sich nicht vorstellen, bis es passiert. Ja. Und man denkt halt immer, ja, das ist der unmöglich, hahaha, der kleine Kevin irgendwo, beschimpft er wieder. Aber wenn du diese Demonstration siehst, so, also trotz Corona, also unter Gefahren der Pandemie, das ist denen am liegen. Und ich glaube auch gerade Berlin ist halt echt scheiße mit Wohnen gerade. Ja.
Nee, und wenn wir ein Wahlergebnis haben im Herbst, was ne, irgendeins in dieser Richtung, dann ist ein Bundesmietpreisdeckel durchaus im Bereich des Möglichen. Und ich habe bei Twitter das nur noch so als lustigen Abschluss, was diese Enteignungsdebatte angeht. Ein Tag oder Stunden nach dieser Bekanntgabe der Fusion schrieb dann einer, dass natürlich diese ganzen Enteignungsinitiativen jetzt ihre Transparente ganz schnell umlackieren müssen. Weil Deutsche Wohnen ja dann, das geht ja, also diese ganzen Slogans müssen alles neu gedichtet werden. Und also das ist richtig viel Arbeit für diese Berufsrevolutionäre. Ne? Also das muss man auch mal mit dran denken. Ja, aber die haben schon die Perspektive mitbekommen. Also der neue Konzern wird Vonovia heißen. Ah. Und wird einen Doppelsitz bekommen, halt sowohl in Bochum, das ist ja bei dir um die Ecke, Jay, und in Berlin. Ja, na dann. Dann wird die Gebäudereinigung wird ja viel zu tun haben mit irgendwelchen Farbbeutel-Anschlägen. Ja. Aber gut, ja, macht das Leben bunt. ach, im Wahljahr. Ja. So, Freunde, weil also jetzt die nächsten zwei, also wir könnten jetzt, also wollt ihr da groß drüber sprechen? Weil ich glaube, also den letzten, also vielleicht einfach nur für die Leute, also es gab jetzt kurz einen Wechsel, man konnte mit Luxusartikeln dieser Tage der reichste Mann der Welt sein. Das für 15 Minuten. Für 15 Minuten war kurz Bernard Arnault, der Chef von Louis Vuitton, Moët und Hennessy, also Luxus außerhalb der Konjunktur, reichster Mann der Welt. Sehr zu leiden von Jeff Bezos und Elon Musk. Ja, und Bill Gates leidet ja auch so. Der hat andere Sorgen. Ja. Und dann also da dieses FedEx DEGIRO Online-Broker-Boom, also das ist, glaube ich, das haben wir jetzt schon mal, wir haben das auf dem Schirm, das ist wichtig, das wird jetzt wahrscheinlich die Tage, wenn ihr überrollt werdet von Werbung, wird euch das auffallen, aber die planen halt enormes Wachstum und da kommen wir dann aber zu, wenn die Stunde geschlagen hat. Und jetzt würde ich nämlich sagen, stürzen wir uns direkt rüber zu den Fragen, weil da haben wir nämlich, wie schon gesagt, vieles Spannendes diesmal. Sagt er und kann mal wieder nicht weiterdrücken. Und zwar, wir fangen an mit Frage Nummer 1. Hat es eigentlich einen negativen Einfluss auf die Einkaufskurse, wenn viele Sparpläne zum 1. des Monats zeitnah einkaufen? Also klassische Frage, es ist, wir haben die Sparpläne, die kannst du zum 1. und zum 15. abschließen und dann quasi alle Leute, die einen Sparplan eingestellt haben, führt dann quasi zu punktuell, würde das theoretisch nach dieser Annahme zu halt riesiger Nachfrage, die man halt auch antizipieren könnte, führen. Also kaufst du am 30., dann am 31. werden sie mit riesiger Nachfrage abgekauft und dann stößt du wieder ab. Wer will den haben? Also ich habe mal gelesen, ich habe immer gedacht und ich denke vielleicht immer noch, dass es einen Einfluss hat. Und zwar natürlich einen negativen, weil du zu höheren Kursen kaufst. Ich habe aber wiederum auch gelesen, dass es letztendlich geglättet über Jahre keinen Einfluss hat. Insofern glaube ich, ist die Frage, also wir reden da wirklich über Bruchteile von Cents wahrscheinlich, nicht wirklich relevant, wenn man über Sparpläne den Vermögensaufbau betreibt, dann ist das, dann sollte man sich um solche Kleinigkeiten nicht kümmern, da geht es ums große Ganze, meiner Meinung nach. Was ich aber glaube oder gehört habe oder so in Darkrooms, natürlich werden an den Ausführungsdaten der Sparpläne wird ein bisschen ab und zu an den Kursen geschraubt. Das kann man jetzt, also ob das so ist, weiß ich nicht, aber natürlich wird das ein bisschen, also es gibt zum Beispiel Beispiele, dass Ausführungen verzögert stattfinden. Dass also nicht früh um 9 alle punktgenau ausgeführt werden, diese Tausende, Hunderttausende von Sparaufträgen, die da stattfinden in einem bestimmten ETF, sondern dass das gestaffelt über den Tag passiert und auch entsprechend zu gemischten Kursen stattfindet. Das könnte ich mir vorstellen. Es ist aber nicht relevant, meiner Meinung nach.
Also es ist auf jeden Fall eine interessante Dimension in mehrfacher Hinsicht. Das eine ist, für eine Börse ist es, was die Anzahl der Orders angeht, gar nicht mal so spannend, weil man muss natürlich wissen, dass diese Sparpläne zusammengefasst werden zu einer Omnibus-Order. Das heißt, es findet eigentlich an der Börse, wenn es denn überhaupt über die Börse geht, das ist noch ein anderer Aspekt, nur ein Geschäft statt. Mhm. Ja. Und wenn es überhaupt über die Börse geht, ist der Punkt. Und zum gleichen Kurs. Zum gleichen Kurs dann, okay. Genau. Also der ne, wir nehmen jetzt mal, weiß ich nicht, Consors, ne, mit ihren Sparplänen und dann ist das der MSCI World Index, das ist ja so das beliebteste, was da drin ist. Und dann sind da halt ganz viele Menschen, die da zwischen 25 Euro und, weiß ich nicht, 500 Euro vielleicht in einem Sparplan. Das wird alles zusammengefasst und in einer großen Order abgewickelt, wenn es denn überhaupt über die Börse geht. Mhm. Weil es gibt ja die Häuser dahinter, sind ja diese großen ETF-Herausgeber, wie dann auch BlackRock beispielsweise. Mit den iShares-Produkten, teilweise gehen wohl diese großvolumigen Käufe auch so, dass dafür neue Anteile generiert werden. Ist ja irgendwie ein komplizierter Prozess. An welcher Stelle handle ich ETF-Anteile, die rotieren im Markt? Und an welcher Stelle werden neue ETF-Anteile generiert oder eben auch alte aufgelöst, indem dann tatsächlich echtes neues Geld, was hineingeflossen ist, in die 1623 im MSCI World befindlichen Unternehmen wiederum investiert wird, was wiederum nicht in Echtzeit alles passiert. Ja, also es gibt definitiv natürlich diese Peaks zu diesen Terminen. Es ist total unterschiedlich, an welchen Börsenplätzen werden welche Sparpläne ausgeführt, zu welcher Uhrzeit, das variiert. Da gab es auch diverse Wechsel schon. Es gab mal eine sehr südlich gelegene Börse, die davon profitierte, dass an solchen Kauftagen ein sehr großer Online-Broker morgens um 8, also ohne dass der Referenzmarkt Xetra geöffnet hat, diese Sparpläne ausgeführt hat. Da haben aber die Anleger entsprechend auch Rabatz gemacht. Hat zwar lange gedauert, ich glaube 2 Jahre haben die rumgebrüllt quasi, bis die dann auch umgestellt haben und eben nicht in diesen sehr, sehr illiquiden Markt morgens um 8 in einer weiß-blauen Hauptstadt irgendwie zu kaufen. Das wurde dann umgestellt und ist dann fairer. Aber es verteilt sich immer noch. Ja, es verteilt sich international auch das Ganze. Dass man da verdienen will, ist naheliegend. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht der Faktor. Und was du, Tino, schon sagtest, es ist überhaupt kein Kontraargument gegen Sparpläne. Nein. Ja, also als Börse sage ich natürlich auch, du brauchst gar keinen Sparplan, do it yourself, machst du eine Order, schickst du hier bitte nach Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Quotrix, LS Exchange, da wird mein Gehalt irgendwie bezahlt. Aber das, also darauf jetzt das als Nachteil hinzustellen, das ist wahnsinnig kleinkariert, weil am Ende ist das halt ein super smartes Ding, Cost-Average-Effekt und einfach emotionslos, sowohl was den aktuellen Kursstand angeht, hinzugehen, als auch eben kauf den ganzen Markt, wenn du dir nicht zutraust, einzelne Player da drin entsprechend beurteilen zu können. Also das ist kein Kontraargument in meinen Augen. Und schon gar nicht auf lange Sicht. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch dem dann nicht so viel hinzuzufügen. Ne, weil ich meine, im Nachhinein, also es wäre ja das Allerspätste in den Charts und auch übrigens so ein klassisches Beispiel für, dann würde das doch jeder machen. Also wenn da halt wirklich irgendwie eine Arbitrage-Situation entstehen würde, dann würden wahrscheinlich selbst die 3 Teilnehmer an diesem Gespräch die nutzen. Und das ist, also ist natürlich, wirkt erstmal denkbar, aber im Nachhinein ist das ja auch einfach ein riesiger Zuteilungsprozess, der da halt funktioniert und hast natürlich auch über die Indexanbieter, die das halt irgendwie aufwerten, dann an die Leute, wo es halt verkauft wird, zwischen physischen und voll replizierenden könnte man da natürlich nochmal unterscheiden, weil das eine natürlich halt auch derivativ über Swaps dann halt geregelt wird. Also ich glaube, die werden schon zusehen, dass da
irgendwie die Leute finanziert werden, die auf dem Weg liegen, aber es ja halt nie so dramatisch wird, dass es mich als Anleger tatsächlich so beeinflussen würde, dass ich sagen würde, dann mache ich meine Sparpläne händisch am 3. oder 4. Genau, also der Vorteil eines kostenlosen Sparplans kann dadurch gar nicht torpediert werden in der Form. Aber es gibt Broker mittlerweile, die bieten dir ganz viele verschiedene Ausführungstermine an. Also das ist nicht mehr nur einmal oder sowas, sondern du kannst ja auch innerhalb des Monats irgendwie an 4 verschiedenen Terminen was rauspicken. Ja. Also das ist ja schön, ja, wenn jeder meint, irgendwie die Genialität seiner Strategie an der Stelle optimieren zu können, dann soll er es tun. Das Geschäft ist eh digital, dem Computer ist es furchtbar egal. Ja, insofern ist doch schön. Also zeigt die Vielfalt und alles ist gut. Ja. Und nach wie vor, Sparpläne sind eine tolle Sache. Also für jemanden, der nicht weiß, wie er anfangen soll, Sparpläne sind eine wunderbare Geschichte. Du gibst quasi, nachdem du einmal dieses ganze Dingens eingerichtet hast und für einen nötigen Nachschub an Geld sorgst auf deinem Konto, ist die Sache gelaufen. Du musst einfach nur wirklich, wie Costolani sagt, warten, schlafen, irgendwann aufstehen und gucken. Reich sein. Vielleicht. Gut, weil dann kommen wir jetzt im Anschluss zu der Kategorie Börsenboys ganz persönlich. Das ist ja auch wichtig, die Menschen hinter den Börsenboys kennenzulernen. Gab es in eurem Leben einen Schlüsselmoment, der euch zu dem Investor gemacht hat, der ihr heute seid? Und wenn ja, welchen? Ich fange an. Wenn die Nachfrage nicht da ist, dann fange ich das an. Also ich war eigentlich mein ganzes Leben lang so ein, es ging ja mit dem Studium los, dann hat man halt irgendwie dann auch mit dieser ganzen Funny Money Geschichte da damals, also man hatte schon eine Ahnung davon, wie läuft so ein ETF ab, aber da war ich jetzt noch nicht so ein profilierter Anleger, der sich groß Gedanken über irgendwas gemacht hat, weil ich auch noch überhaupt nicht wirklich verstanden habe, dass man sich überhaupt groß Gedanken darüber machen kann, weil also ich bin ja wirklich auf dieser ETF-Welle überhaupt in meine Anlegerkarriere reingeritten, mir war vom rationalen Verständnis klar, Mensch, das ist das Nonplusultra und deshalb habe ich gedacht, dass es die Börse funktioniert, wenn du ein cleverer bist. Und habe dann aber, habe immer schon viel gelesen über diese ganze Thematik, also ich bin über diese Michael Lewis Bücher, habe ich halt also in diese wunderbare Welt so ein bisschen reingeschnuppert, habe immer noch gedacht, die ganzen Wall Street Banker, eh alles Verbrecher. Und habe dann aber das Buch gelesen, The Biggest Trade Ever, wo es mehr oder weniger die Geschichte hinter John Paulson, der halt quasi also nochmal überproportional mehr Kohle als Michael Burry mit der 2008er Krise gemacht hat. Das ist auch so ein ganz abgefahrener Investor, über den spricht aber auch keiner, aber das sind diese guten Investoren, über die redet man gar nicht so private und versteckt. Obwohl er die zwei anderen Riesentrades, die er gemacht hat, hat er beide in den Sand gesetzt, muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall diese John Paulson Story dahinter, also wo das halt irgendwie so beschrieben wurde, also das ist übrigens auch, dass das nachher als Big Short verfilmt wurde, das wird halt auch alles schon mal so gestriffen, aber es geht halt primär um diesen Mann, der halt einfach wirklich Gedanken angestellt hat und das war halt das, was mich so beeindruckt hat. Also da ist halt quasi einer, der hat halt weit über den Tellerrand hinaus gedacht, hat verschiedene Szenarien entworfen, wie sowas ausgehen könnte, indem er halt irgendwie einen Fehler in der Matrix entdeckte, hat das dann einfach für sich strukturiert und dann war es halt wirklich, also nicht so eine klassische Investoren-Story, sondern wirklich so eine Entrepreneur-Story. Also das war halt einfach ein Typ, der hatte eine Idee und dann ist der losgegangen und musste irgendwo Geld einsammeln. Und dann auch wie Michael Burry damals oder wie ist der andere nochmal, Greg Lipman, die halt irgendwie dann hausieren gegangen sind, um Geld zu besorgen. Nur dass der halt einfach, der hat wirklich im großen Stil halt Kohle ziehen können, weil er die Reputation dazu hatte. Und diese Denkweise beeindruckte mich, dann dieser Prozess, dass es halt nicht einfach irgendwie, also ich habe davor Poker, Forex Trading, für mich war es irgendwie so Charts einmalen und dann aber halt diese Metaebene, die da drüber schwebt, also dass man halt wirklich, wenn man cleverer ist als der Rest, halt also das abräumen kann, die komplette Welt abräumen kann. Und das hat mich geprägt, halt wirklich ernsthaft drüber nachzudenken. Und das war dann auch der Schritt, also wo mir halt klar geworden ist, also mit meinem BWL-Studium komme ich nirgendwo mehr hin. Also, dass ich eine Bilanz lesen kann, schön und gut, aber das ist für die wirklich großen Nummer. Alle können eine Bilanz besser lesen als ich. Die machen das beruflich, ich nicht.
Und dass ich halt diese Zahlen zuordnen kann, das hilft mir nichts, weil das ja auch immer so, dass alle immer sagen, ja, und dann habe ich die Bilanz gelesen, wo ich mir auch heutzutage denke, als ob du irgendwas verstehen würdest, was da drin steht. Das machen irgendwelche, die Big Four, die schreiben das alles so, irgendwelche Konten, die Steuern sparen auf der ganzen Welt. Niemand kann mehr irgendwas mit einer Bilanz anfangen. Und dann, was ist mir überhaupt noch zugänglich, ohne hoch in so einer Unternehmensberatung zu arbeiten, diese große Gedankenwelt drüber. Und dann fing ich halt an, irgendwie zu merken, okay, Soziologie, Psychologie, Philosophie, das gepaart mit Ökonomie, und das machte mich zu dem, der euch heute erzählt, wieso Oatly so eine geniale Idee ist. Und jetzt kann ich es dir sagen, ja, so Oatly ist eine geniale Idee, weil wir hatten den Disclaimer. Ja, das zu meiner Person. Also bei mir fing es ja irgendwie mit der Telekom an. Ja? Jetzt weiß ich gar nicht, ob das dann der Schlüsselmoment ist, aber ich komme da doch, auch wenn es 25 Jahre her ist, halt immer wieder dran vorbei, weil es für mich damit halt irgendwie angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, dass für das Thema Geld, Investor klingt immer so da Big Money, aber das Thema Geld ist natürlich irgendwie, glaube ich, Elternhaus getrieben. Also an der Stelle herzlichen Dank an meine Eltern auch, die mir, glaube ich, beim Umgang mit Geld auch den Spielraum gegeben haben, das auszuprobieren. Also Taschengeld durfte tatsächlich für das verwendet werden, was ich wollte. Und wenn nichts mehr da war, war auch nichts mehr da. Und ich bin nicht verhungert. Ja. Also das ist so eine frühe Prägung, glaube ich. Aber meine Eltern haben nie Aktien gehabt. Also das war ja, ich hatte einen Onkel und einen Großonkel, die hatten irgendwie so Aktien, so mit so Siemens und Lufthansa. Okay, der eine war auch bei Lufthansa angestellt gewesen. Aber ansonsten, für meine Eltern war das irgendwie gar nichts. Und dann fing das halt irgendwie an, so mit dem Telekom-Börsengang. Und dann haben da meine Eltern dann auch mitgemacht, nachdem ich da irgendwie ganz hibbelig wurde. Und das ist ja bei mir auch irgendwie alles gut gegangen, weil ich irgendwie halt die Telekom dann im Jahr 2000 auch ausgecashed habe und dann in Immobilie selber halt investiert habe. Also das war für mich schon so prägend. Und ich sag mal, Telekom um das, was danach kam. Und das war halt dieser neue Markt-Hype. Mit irgendwie wahnsinnig spannenden Zeiten, mit Dreisat Telebörse, die man freitags abends dann geguckt hat. Oh, und hat Friedhelm auch Busch. Den Friedhelm Busch hatte ich sogar mal für eine Veranstaltung gebucht gehabt. Die Buschtrommel, da war der schon bei NTV raus. Also es ist... Den müssen wir einladen. Ja, wir müssen auch mal so eine Schwarz-Weiß-Sendung machen mit Eckbert Prior und sonstigen Konsorten aus der heißen Zeit. Und das war dann wirklich eine heiße Zeit halt. Ich hatte irgendwie bei der Volksbankendepot, bei der Deutschen Bankendepot, bei der Direktanlagebank sowieso, bei der Commerzbank, bei der Targobank. Jetzt will ich gar keine Werbung bekommen, damit man Zuteilung von Neuemissionen. Ja, richtig, bekommt. Richtig. Also gerade, also interessanterweise an der Stelle die Genossen sehr aktiv gewesen. Also die DZ-Bank ist ja immer noch auch eine wirklich große Geschäftsbank. Und über das Filialnetz war es damals möglich, an ganz vielen spannenden Sachen partizipieren zu können. Man konnte fast schon davon ausgehen, dass die Sachen überzeichnet waren. Also man musste quasi groß einsteigen, weil entweder wurde das damals quotiert zugeteilt, dann hast du irgendwie 10-20% bekommen, oder es war so schlimm, es wurde verlost. Ja, also nach dem Motto, okay, es gab so und so, also das, also mehrfach überzeichnet, die Aktien, die da an den Markt gebracht worden sind. Und dann hat irgendwie jeder Zehnte hat 20% seiner Zeichnung am Ende zugeteilt bekommen oder sowas. Und ja, da habe ich irgendwie auch eine Menge spannende Unternehmen gehabt und auch irgendwie Dinger, die dann für den Lernprozess sehr wichtig waren. Weil es war an der Stelle natürlich keine echte Information über das Unternehmen. Das waren echte, also Garagen hat man ja nicht so in Europa als Gründung, aber das waren irgendwelche Butzen, wo irgendwie 5 Leute eine coole Idee hatten und die haben genau diese Idee
an die Börse gebracht. Keinen Umsatz, keine Kunden, ne, sondern waren so irgendwie Aufrufe der Website, waren irgendwie Indikatoren für das Ganze. Und dann hatte man auch immer sehr, sehr große Ziele. Und ich fand es halt irgendwie spannend, hat mich während des BWL-Studiums begleitet, hat mich am Ende auch beruflich dann, als Betriebswirt kann man ja bekanntlicherweise alles werden, hat mich dann aber eben in den Wertpapierbereich dann auch getrieben und das halt aus einer persönlichen Faszination für das Thema. Ja, und ich glaube, das war irgendwie dann für mich auf die Gleise gesetzt und dann natürlich nicht die Flinte ins Korn geworfen, nachdem der neue Markt dann irgendwie seinen Crash hingelegt hat. Also vielleicht auch mit viel Glück eben dabei gewesen, zu der Stelle auch nicht irgendwie mehr in dem großen Stil investiert zu sein, weil ne, wer irgendwie auch eine kleine Eigentumswohnung braucht viel Geld. Und aus dem Elternhaus war klar, je mehr Eigenkapital, desto besser. Und dementsprechend war ich zu der Zeit depotmäßig dann irgendwie auch blank fast. Bis auf so ein paar Hoffnungswerte, die sich nicht mehr bewahrheitet haben. Da lohnte sich der Verkauf nicht. Also auch das gibt's ja. Und das war irgendwie für mich so die Triebfeder. Also kein einzelnes Event, sondern eine Kette von Events und zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Werten ins Leben entlassen worden. Prädestiniert. Kann ich zum Teil nachvollziehen, neuer Markt. Und also ich war nie dort groß investiert. EMTV hatte ich, glaube ich, mal, aber da gab es die Baderbank. Und dann gibt es, das ist das Menetekel, muss man sagen, für den Untergang. Immer wenn ich von Dresden nach Berlin fahre, was ich aktuell nicht mache, aber wenn ich das tun würde, dann würde ich rechter Hand die Cargolifterhalle sehen. Weißt du, Tropical Island heute. Ja, und Tropical Island, genau. Da kann man richtig schön schwimmen gehen und so tun, als wäre man irgendwo. Und das war unfassbar. Die wollten Luftschiffe bauen für den Post- und Frachtverkehr. Großschwerlasttransporte. Ja, unglaublich. Und, die Idee super. Und, ja, aber das wurde geglaubt und das wurde hochgejubelt und die Aktien wurden gekauft. Aus heutiger Sicht sagst du dir, Tulpen, wo seid ihr? Ja, sagenhaft. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Rechte hatten für diese Luftschiffe. Okay, also diese Zeit kenne ich auch. Schlüsselmoment bei mir. Erstmal bin ich hier an der DDR aufgewachsen. Jetzt könnte ich es einfach kurz machen und sagen, das ist der Schlüsselmoment. Wenn du in einem kommunistischen Regime aufwächst, dann kannst du zwei Dinge machen. Entweder du ergibst dich deinem Schicksal und ziehst dir diesen chinesischen Blaumann an. Den hatte ich auch an. Ich habe Elektriker mal gelernt in einem volkseigenen Betrieb in Dresden. Und da hat man dann so Einheitsarbeitsanzüge an. Man sieht wirklich aus wie in diesen chinesischen Arbeitslagern dann und geht dahin. Und man kann tatsächlich mit Glück 2 Steckdosen am Tag als Elektriker installieren, weil mehr sind nicht da. Weil nämlich Berlin gesagt hat, wir müssen Zahnpasta in diesem Jahr machen. Oder Trabantkotflügel oder keine Ahnung was. Jedenfalls Steckdosen waren nicht da. Und da habe ich 2 installiert und den Rest habe ich gelesen. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Das wäre die eine Prägung, dass man also, psychologischer Twist, genau das Gegenteil von dem tut, was man erlebt hat in seiner Adoleszentenphase. Das könnte ich jetzt so behaupten. Aber Spaß beiseite, mein Schlüsselerlebnis war mein, und das hat überhaupt nichts mit Aktien zu tun, ein Immobilienkauf. Warum? Ich habe also 97, 96, 97 angefangen und ich habe an der Börse wirklich alles gemacht. Ich hatte recht schnell ein Konto bei einem US-Broker, das war damals Revco, die sind dann sensationell pleite gegangen. Ich habe mein Guthaben vorher noch abgezogen. Ich kenne aber Kollegen aus der Zeit, die das nicht mehr geschafft haben. Der Guru damals, der Chart-Guru war Birger Schäfermeier. Thomas, sagt dir vielleicht noch was. Also, so war eine ganz andere Zeit.
Damals gab es auch jedes Jahr die Trading Expo, glaube ich, hieß das, in Aschaffenburg. Auch organisiert von zwei Leuten, die dort schon ewig am Terminmarkt unterwegs waren. Dort habe ich mal in einer Vortragspause neben Jens Rabe haben wir auf dem Klo gestanden und gemeinsam erledigt ist und uns über das Skifahren in Oberwiesenthal unterhalten. Das ist ein Skiort in der DDR, also unweit von Zwickau, seinem Wohnort. So, was ich damit sagen will, ist, ich habe in diesen ersten 10 Jahren, 97 angefangen, alles gemacht. Und vor allem wollte ich das, was ja so viele wollen, ich wollte das Ganze schnell. Also habe ich, einen Moment, ich habe angefangen mit Sparplänen, Fonds-Sparplänen für 5% Agio, wie sich das gehört für die Ende der 90er, Templeton Growth, Pioneer und so weiter, habe dann immer per Post die ganzen Abrechnungen bekommen und so weiter. Das habe ich gemacht und habe überhaupt gar nicht hingeguckt, was das ist. Habe einfach, das wurde abgebucht und das lief. Ich habe das nicht wahrgenommen. Parallel dazu habe ich eben sehr kurzfristig gehandelt. Wie gesagt, einen schnellen Depot gehabt bei einem US-Broker und sehr schnell Futures gehandelt, also gleich die Formel 1. Und können wir ein andermal drüber sprechen, was das so mit einem macht, ja, was das psychologisch und emotional vor allem mit einem macht. Und dann habe ich den Crash erlebt. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Ich beschleunige etwas das Erzähltempo. Und den Crash erlebt, voll unangeschnallt, also volles Rohr gegen die Wand gefahren. Das ganze Programm. Ich war zwar nicht am neuen Markt investiert, ich war recht konservativ unterwegs, aber ich war halt im Trading unterwegs und habe halt immer gedacht, das ist der Boden und das war er natürlich nicht. Und, ne, Klassiker. Und so, und jetzt kommt es zum Schlüsselmoment. 2007, da gab es schon etwas mehr Informationsmöglichkeiten über die Märkte. Da gab es schon ein etwas besser ausgestattetes Internet. Da gab es auch mehr Leute, die ihren Content geteilt haben und dass man ein bisschen sich unterhalten konnte und Dinge wahrnehmen konnte. Und ich hatte schon immer ein Faible für Philosophie und Psychologie und ich habe also auch die ganzen Jahre, seit ich 14, 15 bin, da Bücher drüber gelesen. Und da ich diesen Crash 2000 bis 2003 miterlebt habe, habe ich 2007 ein merkwürdiges Gefühl gehabt, wenn ich mich umgeschaut habe. Es war wieder dieselbe Hysterie. Es waren neue Player am Markt und es waren junge Leute am Start. Und alles, was 2000 und 2008 war, genau die waren am Start, diese hier. Und alles, was... Starts only go up. Damals kannte man den Begriff noch nicht to the moon, aber ja, de facto war das das. Das war der Kampfruf, ja. Und da ich aber das 2000 bis 2003 miterlebt habe und zum Teil auch mit Komplettdesastern, also ich habe heute noch Aktien von Konkursen, von einem Konkursenunternehmen im Depot, die mir nicht mehr ausgebucht werden können. Das habe ich auch. Das hast du auch? Ja. Die haben sich aber dreimal umbenannt. Ich weiß gar nicht mehr, was das ursprünglich mal war. Ich habe Egghead, das war eine Auktionsplattform, ja. Ich habe heute noch 100 Shares von Egghead. Ich hoffe, irgendjemand kauft den Mantel und macht irgendwas draus, ja. Dann komme ich wieder richtig. Wir können das doch kaufen, mit Börsenboys an die Börse gehen. Ja, genau, das stimmt. Dafür könnten wir Egghead verwenden. Naja, also richtig Desaster, ja. Und man war so börsenbriefgläubig in der Zeit. So, das alles erledigt. Und 2007 habe ich dann wahrgenommen, wie merkwürdig das ist. Und jetzt kommt's. Und das ist der Schlüsselmoment. Jetzt kommen wir langsam dahin. Dann wurde mir angetragen, eine Immobilie zu kaufen. Und ich hatte null Ahnung von Immobilien, physischen Immobilien. Keine Aktien, keine Beteiligung. Richtige, echtes Beton. Echter Beton, so rum sagt man in Deutschland. Und jetzt kam zwei Dinge zusammen. Und das ist übrigens wieder der Moment, was ich meine, wenn ich sage, der Markt ist nicht irgendetwas, was Wirtschaftswissenschaftler bestimmen und berechnen können. Der Markt ist ein Prozess, ein Ding, ein emotionales zwischen Marktteilnehmern. Und jetzt kamen zwei Dinge.
zwei, so rum. Angebot Immobilie in Dresden und gleichzeitig mein komisches Bauchgefühl bezüglich des Marktes. Und ich habe nicht lange überlegt und ich habe fast mein komplettes Depot eingecashed und habe diese Immobilie gekauft. Danach stürzt der Markt ab. Das war einfach nur Glück. Jetzt kommt es aber zum Schlüsselmoment. Jetzt kommen wir wirklich zum Schlüsselmoment. Ich habe nämlich durch diese Immobilie gelernt, was Geduld heißt bei Investments. Denn ich musste bei dieser Immobilie, ich habe dann immer noch ein bisschen Fremdkapital gebraucht, dann kriegst du Kontoauszüge zugeschickt. Herr Strelo, Sie wissen, was ich meine. Dann steht jeden Monat eine Zahl drauf und du denkst, verdammter Käse, da ändert sich ja gar nichts. Da ändert sich ja null. Also geringfügig, ich kann das gar nicht wahrnehmen. Also das heißt, die ersten Jahre eines Investments in physischen Immobilien zahlst du quasi nichts ab, gefühlt. Man muss kurz für die Jüngeren einwerfen, zu dem Zeitpunkt zahlte man auch noch Zinsen. Ja, 5%. 5% für einen Immobilienkredit. Ja. Ja, sehr, sehr gute, sehr guter Hinweis. Dann kostet die Immobilie jetzt 100-mal so viel wie damals. So, aber genau, Zinsen. Und erst musst du die Zins bedienen und dann. Die Tilgung ist halt am Anfang ziemlich spärlich nur. Du zahlst eigentlich nur Zinsen ab. Absolut. Die ersten Jahre ändert sich an diesem Kontoauszug gar nichts. Aber was mich das Ganze gelehrt hat, ist Geduld. Und das habe ich dann auch, weil ich natürlich nie komplett ausgestiegen bin am Aktienmarkt und mich dann langsam wieder reingetraut habe. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, 2012 habe ich dann in Asien angefangen zu investieren. Und das hat mich gelehrt, was es heißt, warten zu können, was der Faktor Zeit bei Investments bedeutet. Das war für mich der Schlüsselmoment, wurde dann noch bestätigt durch so schlaue Bücher, wie das von mir dauerhaft eingeblendete von Jack Bogle, ETF, das grüne kleine Büchlein, oder mein Mentor, der nichts von mir weiß, also ab und zu weiß er was von mir, Guy Spier, großer, ganz stiller, bescheidener Hedgefondsmanager in Zürich, der auch ein Buch geschrieben hat, was sehr empfehlenswert ist, wo auch drin steht. Also zum Beispiel eine Regel von ihm heißt, wenn du ein Investment kaufst, eine Aktie, dich an einem Unternehmen beteiligst, dann hast du ja deine Arbeit gemacht. Also davon geht er aus, dass es nicht spontan ist. Und dann fasst er dieses Investment 2 Jahre lang nicht an, egal was passiert. Und das sind so Dinge, die kamen zu diesen Immobilienerfahrungen, diesem Warten müssen, diesem zenhaften Ausharren auf einen Endtermin, kam das nahe. Und jetzt noch abschließend, warum bin ich durch Immobilien geduldig geworden? Weil natürlich wir in Deutschland diese 10-Jahres-Spekulationsfrist bei Immobilieninvestments haben. Nach 10 Jahren ist das Investment steuerfrei. Und natürlich versucht man, diese 10 Jahre abzuwarten, um diesen möglichen Gewinn, diese Wertsteigerung in der Immobilie auch steuerfrei realisieren zu können. Und das ist das, was ich mit Geduld meine. Du musst also wirklich 10 Jahre warten und dann kannst du auch die Chips vom Tisch nehmen. Und das ist mein Schlüsselmoment gewesen. Also gar nichts mit Aktien, sondern mit Immobilien. Und auch damit kann man ja aufgrund der allgemeinen Steigerung von Immobilienwerten durchaus auch erfolgreich sein. Sie, Senor. So, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wir haben überhaupt nicht wegen Kommentar, hast du ein bisschen Kommentar nach hast du gemacht, ne? Oh je, viel hier drin. Ja, ich habe irgendwie gerade auch mal mit Strecken reingeguckt, so nach dem Motto, was quatschen die da, die erzählen gerade aus der Kindheit, ne? Aber wie gesagt, das war ja alles Teil der Fragen, ne? Und deshalb muss dann nachher nochmal zum Anfang zurückspringen, wenn es um deutsche Wohnen geht. Da kam ja eine Frage irgendwie rein. Wir haben halt hier eine Choreografie und Beyoncé, die bricht ja auch nicht ihre Show ab, einfach mittendrin, um irgendwie Fragen zu beantworten. Also Autogrammwünsche wahrzunehmen, ja. Ja, so. Aber wir können ja auch auf jeden Fall... Du kannst ja weitermachen, also, mit den Fragen. Ja,
Ich würde sagen, also weil auch gerade hier, also ich meine, das mit Deutsche Wohnen, also das ist, können wir dann sonst nachher auch mit der Enteignung, wenn nachher noch was dran ist. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal fertig und dann sammeln wir die Fragen und machen die am Ende. Genau. Ihr könnt live quasi Fragen reinstellen und wir gucken da ab und zu mit einem halben Auge drauf. Genau. Wenn es passt. Wie wir es so machen. So, und jetzt, dass die nächste Frage eine ganz besondere ist, das werdet ihr gleich schon merken, auch im Aufbau der Folie. Und man muss übrigens auch dazu sagen, falls sich irgendjemand mal gefragt hat, was es mit meinem Hintergrund auf sich hat, also was, wieso das Boot, ist, die nächste Frage bezieht sich auf ein YouTube-Video, das uns zugespielt wurde. Und dann geht es halt um diesen Investor, Michael Saylor, der in seinem voluminösen Büro sitzt und der hat da hinten, vielleicht als Anspielung auf seinen eigenen Namen, so ein Modellboot stehen. Und das empfinden wir jetzt nach über meinen kleinen Bildschirm, in dem wir uns jetzt folgende Frage stellen. Und zwar die Frage als solche lautet da, es gibt ein längeres Interview von Michael Saylor bei Family Office, also ein YouTube-Format, in dem er sinngemäß sagt, dass man einfach alles in den S&P 500 reinstecken soll und je nach Risikotoleranz den Rest in Bitcoin, beispielsweise 50-50 oder 30-70 oder ähnliches, investieren sollte. Und dann, was die Börsenboys von solchen Aussagen halten. So, jetzt lese ich den Kommentar. Mein erster Gedanke ist, ja, das ist doch mehr oder minder das, was Tino auch gesagt hat. Und dann werde ich mich einfach darauf beziehen. Hab dann aber gedacht, ja, aber wenn schon jemand so einen Link postet, dann gucke ich mir das auch mal an. Guck dir jetzt dieses Video und also die ersten 10 Minuten ist aufwärmend. Da erzählen die auch aus ihrer Kindheit, wie man das so macht. Und dann geht es halt so weiter mit, also quasi über Indexing. Also da war auch alles, was ich gesagt habe. Guck Tino und Michael Saylor, wie die sich total einig sind. Und dann so plus minus bei Minute 30 fiel mir dann aber auf, das nimmt jetzt eine dramatische Wendung. Und auf jeden Fall, also dieser Mann, also ich stelle das gleich vor, was der sagt und wieso, also auch das zu affektiven Betroffensein führt. Also ich saß am Ende auch und dachte mir, scheiße, vielleicht sollte ich auch viel, viel mehr Geld in Bitcoin investieren. Und das will ich auch noch loswerden, bevor ich vorstelle, was dieser Mann da sagt, ist am Ende, also nachdem wir uns hier heute so ein abgebrochen haben, mit das ist keine Anlageempfehlung, bricht dieser Mann aus mit, also wenn ihr wisst, was ich euch raten würde. Wenn ihr Geld habt, investiert es in Bitcoin. Wenn ihr irgendwelche anderen Werte habt, verkauft sie, investiert es in Bitcoin. Wenn ihr ein Haus habt und ihr könnt das nicht verkaufen, dann beleiht es und investiert in Bitcoin. Nehmt das Geld von eurer Familie, investiert es in Bitcoin. Wenn eure Familie ein Unternehmen besitzt seit Generationen und ihr könnt es nicht verkaufen, beleiht auch das und investiert das auch alles in Bitcoin. Und einfach so geradeaus durch und ich denke mir, ja, und ich mache mir irgendwie Sorgen, weil ich halt gesagt habe, so ich interessiere mich für Oatly, das ist ja keine Anlageempfehlung. Aber die Passage, die mache ich euch mit so einer Zeitmarke auch nochmal hier drunter. Also so punktgenau habe ich es noch nie gesehen. So, also, was hat es mit diesem magischen Mann auf sich? Also der fängt halt an, indem er halt also mehr oder weniger das sagt, was Tino auch sagt. Also grundsätzlich, wenn du halt Geld investieren möchtest, dann tust du das am cleversten über einen Index. Bild dir nicht ein, du wärst klug genug, den Markt zu schlagen. Deshalb geht über Indizes. Und jetzt sagt er, aber wenn du planst, dich dem Risiko auszusetzen, dass du dich an dem Markt verbrennst, weil du wirst nicht klüger sein als der Markt. Das heißt also, geh gar nicht erst irgendwie für eine Einzelaktie das Risiko ein, weil du wirst die Marktbreite nicht schlagen. Das heißt also, wenn du auf Überrenditen aus bist, also überhalb von dem, was ein Index für dich generieren könnte, dann sollte es schon ungefähr so bei plus 200% pro Jahr liegen. Und da weiß man schon, in welche Richtung das sticht. Also der sagt halt, also nimm das Geld, tu es in Index und den Rest, wie auch in der Frage, tu das in Bitcoins. Also hier solltest du einfach nur deine eigene Risikotoleranz evaluieren, quasi alle Risikomarge, die du hast, die investierst du geradeaus durch in Bitcoins und den Rest dann tust du halt in den Index. So, und jetzt fängt es halt an, spannend zu werden. Also wo man sich noch denkt, ja okay, das ist einfach ein Typ, der ist fanatischer Fan von Bitcoins, also das hat ja, du hast mir den ja auch zugeschickt hier, Herr Strelo. Ja, der tauchte, also nachdem ich irgendwie wissen wollte, wie das denn mit den reichsten Menschen aussieht, das hatten wir ja kurz im Vorgespräch hier mit dem LVMH Großaktionär, da tauchte irgendwie beim GQ Magazin, wo ich mich da seriöserweise informiert habe, das sind die 10 größten Bitcoin-Milliardäre und Michael Saylor, den ich zuvor noch nie gehört habe, aber ganz sympathischer Typ ist, der landete auf Platz 2
mit 2,3 Milliarden Dollar, glaube ich, Wert in Bitcoin. Jetzt weiß ich nicht, an welchem Tag gemessen worden ist. Aber das ist ja jetzt irgendwie naheliegend, dass der Mann irgendwie einen potenziellen Interessenkonflikt hat. Aber da kommst du ja jetzt gleich zu. So, und jetzt geht es also los. Also, wo nimmt dir der jetzt sein Selbstbewusstsein her? Also, der sagt, also quasi das Investieren in Unternehmen ist nichts. Anleihen und Immobilien sind erst recht nichts, weil er halt davon ausgeht, dass halt quasi die Cost of Capital für ein Jahr, also halt quasi, was musst du mit deinem Geld erwirtschaften, damit du halt Break-Even aus der Geschichte rauskommst, das sieht er bei 25%. Da komme ich gleich zu, also wie der auf diese 25% kommt, aber er sagt halt also quasi, wenn du es nicht schaffst, dein Geld so anzulegen, dass aus 100, 125 Euro werden, dann fängst du an, in die Miesen zu wirtschaften. Und jetzt sagt er also quasi, wieso sind Unternehmen nicht, wo man sich doch auch denkt, also ich meine, auch gerade Unternehmen, also wir leben gerade in so einer Zeit, wo man halt sagt, ja, ist so selbstverständlich, du musst halt quasi in echte Assets, ein Unternehmen, das schafft neue Werte, da kannst du im Ernstfall die Stühle verkaufen, da kriegst du halt was im Gegensatz zu dein Geld versauert einfach auf ein Girokonto. Ist, dass er jetzt mit seiner Annahme von diesem Cost of Capital, a 25%, sagt, dass die allermeisten Unternehmen, außer, und da habe ich mich dann wieder gebauchpinselt gefühlt, so Unternehmen wie Tesla, weil da halt einfach wirklich Größeres mitverfolgt wird, halt niemals in der Lage sein werden, ihren Cashflow pro Jahr um 25% zu erhöhen. Also er sagt halt, also egal, was dein Unternehmen ist, selbst sowas wie Facebook und Google, also echte Monopole, denen würde es schwer fallen, quasi ihre Preise jährlich um 25% zu erhöhen, weil dann irgendwann Behörden einschreiten würden. Das heißt also halt quasi bei dieser Annahme, die er trifft, die sich halt wirklich zusammensetzt aus also Erhöhung der Geldmenge. Und das ist jetzt halt, wo es wirklich spannend wird. Nämlich, dass der sagt, also halt, du kannst nicht auf die Konsumentenpreise gucken, also die Inflation von 2%, über die wir sprechen, sondern der sagt, du musst halt gucken, in welcher Rate erhöht sich die gesamte Geldmenge, die halt gerade im Umlauf ist. Weil es ist halt nicht einfach so, die Zentralbank gibt einfach Geld in den Markt, sondern also quasi es macht sich sofort bemerkbar, wenn so eine Zentralbank neues Geld auf den Markt bringt. Und in der Rate, in der es in 2020 und 2021 passiert ist, liegt das so bei 10 bis 15%, wo sich halt die Geldmenge tatsächlich erhöht. Und das schlägt halt quasi auf den Return vom S&P 500 noch oben mit drauf, den er halt ungefähr bei 10% hat. Und dann kommt er halt quasi auf, also dein Investment, was nicht der S&P 500 ist, das muss halt die Erhöhung der Geldmenge abfangen und gleichzeitig die Rendite vom S&P 500. So kommt er auf die 25%. So, und er sagt, ein Unternehmen, egal wie clever das ist, außer selbstverständlich Tesla, wird das nicht hinbekommen. Das heißt, Unternehmen sind überhaupt nicht so eine attraktive Anlageklasse bei dieser halt riesigen 25%, die uns jetzt im Nacken hängen. So, und jetzt, und das ist halt quasi, wo es jetzt also exotisch wird, ist, dass er halt quasi das Verhalten der Zentralbanken, also schon vor der Corona-Krise und jetzt explizit in der Corona-Krise dazu führt, dass eigentlich alles, was wir über Finanzen wissen, komplett seine Relevanz verliert. Also diese ganzen alten Modelle, mit denen wir bis hierhin gearbeitet haben, die kannst du halt komplett vergessen, solange wir in so einer Rate Geld drucken. Das wirft alles durcheinander. Und deshalb muss man die komplette Finanzwelt neu denken. So, und bis dahin, also hat man, ja, gut, also macht ja erstmal irgendwo Sinn, also ein bisschen dramatisch, aber gut, der findet natürlich auch Bitcoins dementsprechend super. So, als Beispiel, wieso wir jetzt in Bitcoins gehen sollten, zusammen, also in Verbindung mit diesem Geldmenge-Desaster, bringt dann ein Beispiel über Argentinien. Also er sagt, wenn du in Argentinien lebst, in den Zeiten dieser Hyperinflation, ist das, was du tun solltest, wenn du dein Vermögen schützen möchtest, ist, du kriegst argentinische Pesos und sobald die auf deinem Konto sind, wechselst du sie sofort in Dollar und diese Dollar lagerst du außerhalb des Landes, damit du halt keinen Wertverlust erleidest. Und er sagt, das Gleiche passiert eigentlich mit Euros und Dollars auch. Also quasi, sobald du das Geld hast in Fiat-Währung, zieh es sofort rüber in diesen digitalen Wertespeicher, um dein Risiko, ein ganz spannender Gedanke, da zu isolieren. Also dass er sagt, dieses Aufblähen der Geldmenge führt halt dazu, dass dein Geld, während du es bekommst, schon so rapide an Wert verliert, dass das einzig Clevere, was du tun kannst, wenn du überhaupt Vermögen für die Zukunft schützen möchtest, weil da Unternehmen und Anleihen wie auch Immobilien ausschließt bei dieser ganzen Rechnung, geht eigentlich nur noch über den Bitcoin. So, dann begründet er das, damit das halt quasi aktuell, auch wenn wir es jetzt nicht beim Kauf von Brötchen merken, aber halt quasi es herrscht aktuell eine Hyperinflation auf Assets. Und auch das, ganz spannender Gedanke, ist, dass der nämlich sagt, also halt quasi die Inflation auf Assets kannst du eigentlich an der Wertsteigerung des S&P 500 sehen.
Also wir denken halt, wir sind die ganze Zeit so geniale Investoren, die halt einfach die besten Investmententscheidungen treffen, weil halt quasi alles momentan durch die Decke geht. Aber er sagt, diese Zahl, die wir da halt sehen, S&P macht 30% im Jahr, ist nichts anderes als halt quasi 30% Inflation auf diese Art von Assets. Also da fliegt es uns gerade um die Ohren. Und er sagt halt quasi, dass du halt quasi, also diese Art der Inflation, die siehst du halt quasi nicht an Consumer Price Index, sondern du musst halt quasi Money Supply M2, also den amerikanischen, also das ist halt quasi, also Money Supply M1 ist halt quasi, was an Bargeld so in der Rotation ist. M2 ist halt quasi das, was in der Rotation ist, also Rotation und Sichteinlagen zusammen mit halt dem, was gespart ist. Und halt in Amerika, dann hast du auch noch Voranteile mit drin. Also da ist das ganze Programm. Und halt den S&P, wie gerade beschrieben, die 30% ist, wir sind nicht geniale Anleger, sondern das ist einfach Inflation auf Assets. Und dann tritt er noch einmal hinterher, dann haben wir es jetzt auch fast geschafft, die Grundthese, ist, dass er sagt, auch gerade Value-Aktien, das ist ja auch immer so ein großes Thema, die tollen Dividendentitel, über die sich alle aktuell immer freuen, die werden auch nochmal besonders scheiße, weil die halt quasi die zukünftigen Cashflows, auf die wir uns ja alle verlassen, Mensch, die Shell, das ist ein solider Dividendenzahler. Damit kannst du halt auch nichts anfangen, weil die Dividenden halt in einer Währung gemessen werden, die eigentlich nichts wert ist, weil die halt mit einem enorm hohen Tempo entwertet wird. Und dann schließt er auf 7,8 Milliarden Menschen in dieser Welt, lagern ihr Geld gerade in einem giftigen Wertspeicher. So, Freunde. Also jetzt habt ihr eine grobe Einschätzung von dem, was dieser Mann uns sagt. Also eigentlich unterm Strich sagt er, wir sind auf jeden Fall verloren, egal was wir machen, außer wir gehen in explizit Bitcoin. Also der führt nachher auch nochmal aus, wieso es auch Bitcoin sein muss. Aber das spare ich uns jetzt hier. Soll ich euch die Folie offen lassen? Oder wollt ihr das nochmal? Also ganz kurz gefragt, unter diesen ganzen Postings steht doch immer nur Bitcoin all in, das geht doch auch für alles viel schneller. Ja. Aber es ist natürlich was dran. Ich habe hier gerade mal bei meinen Fotos, die ich immer mal von Zeit zu Zeit poste ich was auf den sozialen Kanälen. Und ich habe mir eine Sache bei Twitter, logischerweise Twitter, aufgehoben vom Daniel Eckhardt, das ist der unter dem Tiefseher firmiert bei Twitter. Ein sehr, sehr kompetenter Kollege. Und der hat hier einen Chart abgebildet, der linear von links nach unten nach rechts oben geht. Und jetzt lese ich den Text dazu vor. Zitat: Seit Anfang 2020 haben Federal Reserve System und Banken rund 4 Billionen Dollar neu geschaffen. Rund ein Fünftel der Geldmenge M2 überhaupt. Würde man das neu geschaffene Geld in 100-Dollar-Scheinen ausgeben, ergeben die aneinandergereihten Banknoten 16 Mal die Strecke zum Mond. Um es mal ein bisschen visuell vorstellbar zu machen. Und hier kommt der Herr Saylor ins Spiel und damit hat er absolut recht. Die Inflation ist längst da. Die ist auch, der Herr Röhl, wenn der jetzt dabei wäre, dann würde der sagen, ja, die Brötchen in Berlin, die sind total teuer geworden. Und dann würde er so einen Kassenbon, das macht er auch gerne und regelmäßig auf Twitter, dass er Kassenbons fotografiert und veröffentlicht. Und damit hat er ja auch recht. Natürlich sind die schon teuer geworden. Einige Sachen sind schon teuer geworden, aber das nimmst du ja auch bedingt Psychologie durch die Gewohnheit. Also wenn du in den Supermarkt einkaufen gehst und dort das Übliche in deinen Korb schmeißt, dann nimmst du ja nicht den Einzelpreis wahr, der sich aber auch schon verändert hat. Aber so richtig verändert hat sich die Geldmenge und dieses viele Geld will irgendwo hin. Und dieses Geld fließt in Vermögenswerte. Und das sind Aktienbeteiligungen, das sind ETFs, deswegen steigen die Indizes, der S&P. Das sind aber auch Rolex-Uhren, die sind auch teurer geworden, wie ich bei meinem letzten Spaziergang festgestellt habe. Also wir sind dann nicht mehr im Einsteigerbereich bei 5.000 und Euro, wir sind da schon ein bisschen höher geklettert. Auch die gute Flasche Champagner ist jetzt nicht mehr für 80 Euro im Angebot, sondern für 110.
So ist meine letzte, meine letzte Messung. Also die wirklich gute Flasche, ja, also das muss ich mal sagen, in Vorgriff auf morgen. Also die kostet jetzt 110. Also das sind schon Bewegungen drin. Eine Sache noch, ich bin ja Rennradfahrer. Ein gut ausgestattetes Rennrad, da musst du 3.000 bis 5.000 Euro hinlegen. Als ich noch in meiner Zeit, in meiner aktiven Rennfahrerzeit unterwegs war, haben wir Profimaschinen gefahren, die durchaus damals 3.000 Euro gekostet haben. Diese selben mit den gleichen Komponenten, denselben Laufrädern, Carbon und alles vom Feinsten, kosten heute aber 9.000. Ja, und ein ganz normales Rad, weil heute fährt ja irgendwie jeder gefühlt Rennrad, ich frage mich, wo das herkommt, aber das ist ein anderes Thema, es ist kreditfinanziert natürlich. Heißt das mit der Geldmenge, das ist, glaube ich, das Entscheidende, die entscheidende Message in dem Sailor, in der Aussage, gehe ich absolut mit. Und um auch die versteckte Frage zu beantworten, grundsätzlich, wenn ich günstig in den S&P reinkommen würde, was einen Crash beinhalten würde, also gerne eine 50-prozentige wirkliche Abfuhr, dass alle Jubilierenden rausgeschüttelt werden aus dem Markt, dann würde ich gerne mit 90% reingehen und es dabei belassen. Dann hätte ich eine Dividendenrendite von vielleicht knapp 2% bei diesem Einstiegskurs. Und diese übrig gebliebenen 10% würde ich, wie in der letzten Sendung schon mal kurz angedeutet, in hochriskante, aber möglicherweise ertragreiche Investments investieren. Die sogenannte Hantel-Strategie, die auch Nassim Taleb, der Autor des Schwarzen Schwans, unter anderem favorisiert. Also relativ sichere, langlaufende Anlagen gepaart mit hochriskanten Investments mit der Chance auf eine wirklich außerordentliche Rendite. Ja, beeindruckend fand ich jetzt irgendwie, ich habe das Interview auch nicht geguckt, deshalb Jay, herzlichen Dank für die lebhaft vorgetragene Zusammenfassung. Also die Quote, also natürlich sagt er ja nach dem Motto, jeder nach seiner persönlichen Risikopräferenz und Tragfähigkeit, aber die Quote, die er da nennt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich hatte es ja schon mal gesagt, damals der erste große Bitcoin-Anstieg Richtung 20.000 Dollar, da hatte ich mich gewundert über jemanden, der sagte, man könnte doch 5% in Bitcoin stecken, ne, die anderen Assets möglichst sicher oder konservativ zumindest anlegen. Das wäre auch bei mir, nee, das ist noch nicht mal bei mir das Maximum. Also ich wäre irgendwie bei 2% oder sowas, weil ich es einfach vielleicht auch nicht verstehe, nicht verstehen will oder einfach den Wert nicht erkenne. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein junges Produkt und gucken wir mal, was draus wird. Also ich fand die Quote Wahnsinn. Und dann diese Fixierung auf den Bitcoin himself finde ich ja auch noch Wahnsinn. Also ne, alles redet über den Bitcoin, dabei gibt es ja noch irgendwie diverseste andere Kryptowährungen, zu denen ich mich dann noch weniger auskenne, die aber durchaus ja Abgrenzungsmerkmale haben, was die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung angeht, was den Energieverbrauch angeht, was die Erweiterung jenseits von Zahlungsfunktionen oder eben Wertspeicher angeht, dass da halt mit Smart Contracts das Ganze gemacht wird, was praktische Anwendungen angeht für solche Coins, die sich vielleicht auch leichter dann übertragen lassen als Aktien, was ich schon relativ leicht finde, als Miteigentumsanteile und Übertragbarkeit, also Fungibilität. Das ist irgendwie total fokussiert. Aber hey, der Mann ist Krypto oder Bitcoin, muss man ja genauer sagen, Milliardär. Ja, ich meine, was soll der anderes erzählen? Und das ist für mich wieder die Seelenverkäufer-Nummer. Ne? Also die Leute, die im Strukturvertrieb, Multilevel-Marketing, ne, Maschmeyer und Konsorten, mal gucken, ob Tilo noch die Geschichte dazu beisteuern möchte,
Wer vorne in dem Schneeballsystem mit dabei ist, ne? Ja, dem geht es natürlich umso besser, je mehr Leute hinten dran auch noch unterwegs sind. Und das ist natürlich echt grenzwertig. Jetzt haben wir uns so einen hübschen Disclaimer davor mit deiner Singsang-Stimme, Jay, angetan. Die Rechtssituation in den USA ist wahrscheinlich irgendwie anders und bei YouTube-Videos, wenn die nicht aus Deutschland kommen, sowieso. Aber das ist natürlich irgendwie ein Punkt, klar, der Mann muss davon überzeugt sein, der darf davon überzeugt sein, der Erfolg gibt ihm ja auf jeden Fall auch recht. Aber auf Basis einer solchen Information diese Strategie einzuschlagen, ja, dann appellieren wir an der Stelle an den gesunden Menschenverstand und wünschen allen anderen viel Glück. Man muss aber auch noch dazu sagen, also der geht auch noch weiter ab da, ne? Also quasi zum Beispiel, dann sagt der andere so, ja, also wie er denn überhaupt, also auf die Welt blicken würde, vor allem auch gerade nach solchen Aussagen auf den Bereich Diversifikation. Dann steigt er ein, dass er sagte, ja, also er hatte damals so ein kleines Unternehmen namens Amazon, hätte er sich beteiligt. Und dann, also der hat da so, also ordentlichen Wachstum mitgenommen und dann kamen damals schon die ganzen Aasgeier an und sagten zu ihm, ja, du hast doch so viele Gewinne jetzt. Jetzt, wenn du clever bist, diversifizierst du jetzt. Guck mal, es gibt noch so viele andere Unternehmen, die halt quasi in dem gleichen Bereich tätig sind. Und wer garantiert dir dafür, dass Amazon weiter auf Kurs bleibt? Und dann sagt er, ja, und denen habe ich dann halt gesagt, so, wieso soll ich denn jetzt mein Geld verschenken, indem ich halt quasi andere Unternehmen unterstütze, die theoretisch in einem Markt sind, die dieses Unternehmen als Ganzes beherrschen wird. Also halt quasi mit dem Ganzen, was er da tut, das ist geradeaus durch Auffernichtung aus. Also der sagt, es gibt halt quasi, es geht darum, einzelne Unternehmen, die alles andere kaputt machen, zu identifizieren und da musst du draufdrücken. Auch als man ihn gefragt hat, was er denn von dieser Struktur des klassischen Junge-Leute-Portfolios, ich habe die Hälfte meines Geldes in Tesla, ich habe die andere Hälfte meines Geldes in Bitcoin halten würde, dann sagt er, ja, wenn du genug Zeit hast, halte ich das für eine sehr kluge, dann den Weg, das Geld anzulegen. Ne, weil es natürlich halt auch quasi beides, also Konstrukte sind, die, wenn das funktioniert, dann, also, und er geht stark davon aus, das wird funktionieren, dann wickeln die ganze Welt ab. Also der sagt wirklich, also den Leuten ist jetzt nicht klar und da muss ich ihm leider recht geben, ich so wirklich verstehen tue ich das auch nicht, aber er sagt, das ist jetzt gerade, also das ist bahnbrechend, also das ändert alles. Also diese Struktur Bitcoin und was auch immer damit alles möglich ist, also er hat nachher auch viele Punkte, wieso es Bitcoin sein muss, also das macht auch alles Sinn für mich und fürs Verständnis, aber er sagte, also das rollt alles platt, das ist halt wie Amazon, nur für ganz viele andere Sachen. Und da jetzt nicht einzusteigen, und dann wurde man auch schon so ein bisschen kratzig, wo man sich, oh mein Gott, was, wenn der recht hat? Sagt er dann, ne, also quasi, also jetzt da reinzugehen oder halt quasi in 20 Jahren ist egal, was du jetzt in dieser alten Welt hast, ist davon nichts mehr über. Es ist, Katie Wood gefällt das. Eine Sache noch, Jay. Du hast gerade gesagt, also hier treffen ja in dieser Sendung treffen ja mehrere Generationen zusammen. Mehrere. Also mindestens zwei. Du hast gerade gesagt, Zitat, und was, wenn ich nicht dabei bin? Und hast dich so, ja, das war so deine Bewegung dazu. FOMO. Jetzt komme ich daher und sage exakt das Gleiche, nur vice versa. Und was, wenn es nicht so ist, wie du denkst? Also du sagst, was, wenn ich nicht dabei bin? Und ich sage, und was, wenn ich Gott sei Dank nicht dabei bin? Das heißt, wir kommen am Ende immer wieder zu dem ganz einfachen Punkt zurück. Kümmere dich um dein Risiko. Und wenn du eine Sache nicht verstehst und nicht absehen kannst und Gedankenstrich, Entschuldigung, wer bitte kennt denn die Zukunft? Keiner, das ist eine rhetorische Frage. Dass der Herr Oder Saylor Katie das Woods. sagt, ist völlig legitim. Und dass das so sein könnte, ist auch annehmbar. Das ist eine der Möglichkeiten, wie sich Realität in der Zukunft entwickeln kann. Aber es gibt, ausgehend von dem heutigen Punkt, an dem wir sind, viele andere Möglichkeiten, wie sich die Realität Zukunft entwickeln kann. Chaostheorie. Und um das handeln zu können, kannst du nur, wenn du überleben willst, nicht
mit deinen Investments kannst du am Ende nur über das Risiko diese Dinge abschätzen. Und es ist wahrscheinlich überhaupt gar nicht schlimm, 2, 3 oder 5% zu investieren. Genauso wie es überhaupt nicht schlimm ist, 2, 3% in eine Firma zu investieren, die irgendetwas macht, was in 10 Jahren Marktreife haben könnte oder in 5. Ja? Also wer sich da tiefer mit beschäftigt, dass das sogenannte Umwegdenken, das ist Kernpunkt der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Da wird also nie der direkte Weg zum Profit gesucht, sondern immer der Umweg. Also was könnte hinter dem vermeintlichen Profit stehen? Oder was könnte, um das Ganze jetzt noch in die richtige Darstellung zu bringen, was könnte hinter dem heutigen Verlust stehen? Nehmen wir Amazon. Verlust, Verlust, Verlust. Das Ding eigentlich, im Jahr 2003 stand die Aktie bei $7,50. Ich war dabei. Ja. Kein Mensch hätte diesen Laden angefasst. Also ich kenne niemanden. Und du hättest aber locker 2% investieren können in diese Amazon-Aktie und dann einfach ganz stumpf durchhalten. Und hier sind wir bei einer ganz praktikablen Strategie, die Handelsstrategie. Du kannst Teile deines Portfolios, Teile deines Geldes in hochriskante und völlig unvorhersehbare Geschäftsmodelle stecken. Das ist völlig legitim. Das ist der Sinn oder der Auftrag eines Unternehmers. Und wenn ich mein Portfolio wie ein Business manage, dann bin ich Unternehmer. Also muss ich auch unternehmerisches Denken an den Tag legen. Und natürlich kann ich dann auf ein Startup setzen. Und das hieß im Jahre 2003 Amazon. Und heute könnte das Bitcoin heißen. Aber ich würde nie Haus und Hof verwetten, weil das wäre Roulette, das wäre Baden-Baden, Wiesbaden, Dostojewski, der Spieler. Holla. Also dieser Mann, also auch in seiner Darstellung, also der geht ja also mit so einer Dramatik an die Sache ran und also das ist ja quasi auch das, wo er einen catcht. Ne, dass man natürlich, also irgendwie fühlt man sich sicher, weil man, ich schlag die 2% Inflation, schlage ich ja problemlos. Aber mit dieser Theorie, also quasi preis mal bitte mit ein, was passiert denn überhaupt, wenn die Geldmenge M2 sich erhöht? Ne, also wo geht das Geld hin? Also ich denke mir, also ich bin einfach super clever, weil ich mein Geld viel besser anlege als andere Leute. Ich habe es nicht auf dem Girokonto. Aber dass mich da einfach eine viel härtere Inflation einfach trifft, also auch aus dieser Perspektive, habe ich es also bis dahin noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist halt so eine Perspektive, die man auch erst einnehmen kann, wenn man überhaupt quasi voll fokussiert ist auf ein Asset, was sich halt außerhalb der Welt, wie ich sie kenne, überhaupt bewegt. Ja. Und ich meine, ich bin ganz bei dir. Also quasi, das könnte natürlich auch alles einfach so wieder vorbei sein, gar keine Frage. Nur die Frage als solche ist ja wirklich die. Also wie geht man jetzt halt tatsächlich, wenn man anfängt, und ich meine, dass ich gehöre auch zu den Leuten, die sowas natürlich gerne ausblenden. Weil im Nachhinein heißt ja halt quasi einfach, wenn die Geldmenge sich um, was hast du gesagt, 20% erhöht hat im letzten Jahr. Ja. Dass also halt quasi, während ich hier sitze und die gute Zeit bei Börsenboys habe, eigentlich hinter mir langsam die Welt zusammenschmilzt. Und dann, und das ist halt das, was er sagt, ist also quasi, wenn du in der neuen Welt, die entstehen wird, wenn die aktuelle Welt zusammengeschmolzen ist, überhaupt irgendwas haben möchtest, dann musst du halt quasi dein Geld, und das ist halt quasi diese Risikoisolation, von der er spricht, du musst halt quasi das Geld in dieser digitalen Bank irgendwo unterbringen, damit es da von da aus dann halt quasi wieder übertragen kannst in die Welt, die entsteht, nachdem wir diese hier vor die Wand gefahren haben. Und zumindest mit geschlossenen Augen oder halt mit einem geöffneten Auge will ich halt schon sagen, also ich weiß ja auch, ich habe keine Idee, wer dieses Geld jemals wieder zurückzahlen soll. Und auch, also wie diese ganzen Werte, die jetzt gerade geschaffen werden, also wie die sich auf die Zukunft auswirken werden. Und vor dem Hintergrund, also es ist auf jeden Fall, also als ich das Video gesehen habe, also es lohnt sich das anzugucken, ich habe auf jeden Fall zumindest, also in Momenten geliebäugelt mit dieser Theorie, aber dann ist es natürlich, hat auch viel von dieser Angstpornografie, die ja auch grundsätzlich immer erstmal so wirkt. Also dass man halt quasi, wenn man nur ein düster genug Szenario zeichnet, man auch jemanden, der sonst rational und abgeklärt denkt, vielleicht Rattenfänger von Hameln-Style mit auf eine Reise nehmen kann, wo er dann halt wirklich denkt, ach du Scheiße, was, wenn die Geldmenge explodiert.
Ja, aber das ist zu verkopft, sage ich nochmal. Nimm doch einfach 10% und mach das. Wie sind denn unternehmerische Erfolge entstanden? Ob das Daimler, Siemens oder Henry Ford oder so Leute waren, die haben einfach was riskiert. Aber die haben bestimmt nicht so viel riskiert, dass sie nicht im nächsten Monat ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Also geh rein, mach was, sei unternehmerisch, riskiere etwas und mache Erfahrungen, lerne auf dem Weg dieses Investments. Und wenn du Glück hast, dann sagst du, hey, ich war damals ganz früh dabei und das wäre auch zwangsläufig, weil wer mutig ist, der bekommt das, was er verdient. Nicht, was er will, was er verdient. Und aber du hast dich für die Möglichkeit, dass es schief geht, abgesichert. Und darum geht es mir, das zu predigen. Ich bin der Risk Manager hier in diesem Pitchform. Ja, das für mich ist einfach nur dieses Thema, also quasi dieses, wenn du sagst, für die Möglichkeit, dass das, was schief geht, und dann quasi, aber das, was schief geht, wäre halt einfach die Welt, so wie ich sie kenne, endet. Dann brauchst du dir um gar nichts Gedanken machen, dann sollst du dir eine Rolex kaufen, die du am Handgelenk hast und ein paar Goldmünzen in der Tasche und Ende. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein echter Clash of Culture. Ich wusste jetzt gar nicht, dass wir hier so große Bitcoin-Festspiele haben, aber jetzt teile ich nochmal einen, den ich irgendwie eigentlich noch bei Facebook raushauen wollte. Das werde ich dann machen mit dem Link zu dieser Folge versenden. Ich hatte letzte Woche nämlich ein schönes Zitat gelesen. Also der Daniel Eckert ist ja bei der Welt und ich lese auch noch gerne die Kapital. Und da hat der Chefredakteur irgendwie den rausgehauen, letzten Freitag oder sowas, ne, zum Thema Bitcoin, muss man sagen, dass der Kurs nicht volatil bleiben wird, sondern unberechenbar. Und das ist halt echt ein Unterschied und zeigt eben jetzt im zweiten Satz, die Heftigkeit dieser Schwankungen, die unterscheidet Kryptowährungen von anderen Assetklassen, die nämlich reguliert sind. Wir bewegen uns bei den Kryptos im Wildwest-Umfeld. Und als ich mich dann mit Herrn Saylor beschäftigt habe, hat der Mann auch ein wunderbares Zitat rausgehauen. Das kommt jetzt dahinter. Ich muss mal gucken, wann ich das noch verwerte. Den fand ich aber auch ganz hervorragend. Bitcoin ist ein Schwarm von Cyberhornissen im Dienste der Göttin der Weisheit, die sich vom Feuer der Wahrheit ernähren und hinter einer Mauer aus verschlüsselter Energie exponentiell schlauer, schneller und stärker werden. Das bringt es ja ganz gut auf den Punkt, was du da auch rübergebracht hast. Also diese Naturgewalt, die er da halt anspricht, fand ich beides wunderschöne Zitate. In dem ersten finde ich mich wieder als Investor der alten Schule, kann aber durchaus verstehen, wenn andere sagen, Bitcoin, das ist tatsächlich irgendwie die Zukunft. Und da gab es halt auch noch einen anderen Beitrag, den ich gelesen habe, ich weiß schon gar nicht mehr wo, mit dem Herrn Sander von der Frankfurt School, der da das Blockchain Center auch leitet, der wirklich auch gesagt hat, der Bitcoin und Kryptos, das ist auch eine Gefahr für die etablierten Player und für die Börsen. Und ein 20-Jähriger, den der als Student dann da begegnet, der interessiert sich wohl seit seinem Reden, und da gebe ich viel drauf, interessiert sich gar nicht mehr für Aktien oder Ähnliches. Für die ist nur noch Krypto und Blockchain irgendwie da drin. Vielleicht ist das auch eine sehr selektive Wahrnehmung, wenn man am Blockchain Center der Frankfurt School lehrt. Aber dass da was in Bewegung ist und dass sich das reibt und dass sich, was in den letzten 10 Jahren passiert ist beim Bitcoin, für die nächsten 10 Jahre auch nicht vorhersagen lässt. Das ist definitiv halt Fragen unserer Zeit. Ich finde es spannend, dabei zu sein, aber ich muss halt auch nicht überall auf dem Fahrersitz unterwegs sein. Kann mir das Rennen halt auch von der Seitenlinie mal anschauen. Und vielleicht kann man ja investieren und sich auf die Rückbank irgendwie ganz klein machen. Wenn die ETFs kommen. So, jetzt haben wir so gemacht. Sollen wir noch eben kurz die Fragen im Schnelldurchlauf einmal durchgehen hier? Ja, los geht's.
Auch große Fonds agieren emotional mit Aufsichtsrats etc. Was? Nochmal? Das war jetzt Fragen, die live reinkamen auf YouTube. Ne? Aber nur noch kurze Sachen. Also den würde ich sonst da, den stellen wir mal kurz an. Eure Meinung, Deutsche Wohnen enteignen, wurde das schon thematisiert. Hat überhaupt einer von euch uns ins Rennen gebracht, Deutsche Wohnen zu enteignen? Ja, das haben wir nicht wir ins Rennen gebracht, sondern die Linke und die Grünen zum Teil. Das ist ja nicht unser Ding. Was so in Berlin am 1. Mai auf der Straße rumläuft. Ganz genau. Ob das eine Relevanz hat, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne mich in der Parteilandschaft der Grünen nicht aus. Die Linke nehme ich nicht ernst. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, Dino. Ja. Und gucken wir Ende September nochmal. Ja, aber ich kenne mich trotzdem nicht aus. Also auch Ende September kenne ich mich nicht aus. Theoretisch natürlich ist es möglich für eine Regierung, Unternehmen zu enteignen. Natürlich. Aber nicht in Westeuropa. Und wir hatten die letzte Folge, glaube ich, groß diskutiert über die Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe. Ja, und waren da, ich glaube, irgendwie zu dem gemeinsamen Schluss, das hat für den Rest der Welt keine große Bedeutung gekommen, dass wir uns das eben in diesem System doch nicht vorstellen können. Und ich kann mir dieses Enteignungsthema auch nicht vorstellen. Und wenn überhaupt, dann reden wir über Zerschlagung, eine Bedrohung, die auch den großen Playern Facebook, Amazon und Co. in den USA droht und die auch realistisch ist. Und wenn man ein bisschen zurückschaut in die 90er, 2000er Jahre, da gab es große Anstrengungen, auch die Marktmacht von Microsoft zu beschneiden. Thema Internet, Browser und Ähnliches spielt heute keine Rolle mehr, der Internet Explorer von Microsoft. Aber damals war das halt irgendwie beherrschendes Geschäftsmodell. Ich koppel das den Browser an das Betriebssystem und Ähnliches. Also es gibt Mechanismen, die weniger drastisch und damit für mich mehr wahrscheinlich sind als die Keule der Enteignung. Werden wir hier zu einem kommunistischen Staat irgendwie und Sarah Wagenknecht schwingt irgendwie das Zepter, dann sind natürlich auch Enteignungsgedanken durchaus erlaubt. Ne? Ja, genau, hol den guten alten Karl raus. Aber ich glaube, das passiert in Schritten und dann sind wir dabei und begleiten das spannend und es passiert nicht morgen und nicht übermorgen. Und wieder Risikohinweis, immer mein Lieblingsthema. Wenn du dir nicht sicher bist, bleib draußen. Es gibt tausende andere Investitionsmöglichkeiten. Es muss nicht dieser Deal sein. Ja, also das können wir gerne mal, sonst, wenn das wirklich noch weiter interessiert, dann kann man, wenn du das als Frage hier nochmal so unten drunter schreibst, dann können wir das sonst auch nächstes Mal nochmal in der ganzen Länge hier aufarbeiten. Weil also grundsätzlich, ich hätte noch diverse Gedanken dazu. Also weil ich habe auch eine längere Geschichte mit Vonovia und wieso ich die problematisch sehe. Und das könnte man dann hier aufarbeiten. Also bin ich auch ganz bei Herr Strelo, ob das der richtige Weg ist, den zu beschreiten, aber ich glaube, so wie es sich gerade entwickelt, halte ich auch für keine kluge Idee. Einfach weil das natürlich Marktmacht ist, die in der Größenordnung mittlerweile missbraucht wird, die man als kleiner Vermieter halt überhaupt nicht mehr, kannst du nicht mehr nachziehen. Und das führt natürlich dazu, dass du im Preiskampf langsam untergehst, dann die Wohnung, die du nicht mehr hast, Vonovia kriegt den Kredit, die halt einfach alle zu kaufen. Und wenn du hier in Dortmund rumläufst, also das sind da ganze Viertel, die halt einfach so geschluckt werden. Und das waren halt damals alles irgendwie so Ömmerkes, die das halt irgendwie vermietet haben an den netten Studenten. Und ich weiß nicht, ob es gut ist für Dortmund, weiß ich nicht. Wo auch immer diese Stadtteile von außerhalb heißen. Genau, dann also quasi, dass wir aus von unserer Kindheit erzählen. Ja, das ist auch wichtig. Das ist die emotionale Komponente. Wir sind nämlich Menschen auch dazu. Sie beantworten gerade die Fragen. Ja. Schlüsselmomente als Investor. Achso, das ist ja Strelo selber. Bitcoin als Wertspeicher, wenn er mal locker an einem Tag 40% verlieren kann. Ja, das ist also, glaube ich, genau diese Diskussion, die halt am laufenden Band rund um diesen Bitcoin geführt wird. Also es gibt so extreme Szenarien.
wie das von Michael Saylor, der halt einfach sagt, es ist halt ein Wertspeicher auf dieser Metaebene. Also es ist halt quasi gar nicht, also du verlierst das Vertrauen eher in die Währung, die wir kennen. Und es ist halt quasi einfach nur die Bitcoins zu haben, ist wertvoller als was auch immer das fluktuiert in der Währung, mit der wir gerade handeln. Und der sieht es halt so. Also, und dann ist halt das, was Tino gesagt hat, ich weiß, 10 Minuten von vorher, dass man es natürlich aus Risikopräferenz betrachten kann. Also, wenn man sagt, die Welt, so wie wir sie kennen, geht unter, Fiat-Währungen brechen ein, dann speichert es auf gewisse Art und Weise digital Werte. Aber es ist wahrscheinlich nicht clever zu sagen, ich verlasse mich zu 100% darauf, was Michael Saylor sagt und gehe mit dem Schiff unter, wenn es am Ende wirklich nur so ein kleines Papierschiffchen gewesen ist und gar nicht dieses große, tolle, diese niederländische Gallione, ne? Diese Hornissenschwärme, die super intelligenten Hornissenschwärme. Waren das Hornissenschwärme, ja, was in dem Zitat stand? Cyberhornissen. Cyberhornissen. Und falls es die nicht sind, naja, mein Gott, dann verlierst du ein bisschen, aber nicht alles. Bitte nicht alles. Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe ja auch, alle reden so klug daher mit Bitcoins und Aktien und am Ende ist Ascoin gewesen. Da habe ich so, ich bin einfach angesagt. Kann ich ja jetzt sagen, wir hatten ja den Disclaimer. Gut, weil dann würde ich sagen, also alles wie immer, wenn weitere Fragen bestehen, könnt ihr die immer gerne hier drunter kommentieren, dann evaluieren wir die und immer 3 Stück nehmen wir mit in die nächste Folge. So kommt auch dann das Gespräch. Also wenn ihr uns private Sachen fragt, das beantworten wir auch. 3 Fragen zusammen mit aktuellen Themen. Nächste Woche werden wir auch einen Gast da haben, aber das halten wir noch auf spannend, ne? Wir können ja schon mal sagen, es geht vielleicht um geht es um Charttechnik? Es könnte um Charttechnik gehen. Die Flüsterschätzungen sagen, wir könnten alten, und das meine ich in dem Sinne nicht despektierlich, sondern sprich sehr erfahrenen Charttechniker an unserer Seite haben. Sehr interessant. Also da freue ich mich auf Gespräche, die überhaupt nichts mit Charttechnik zu tun haben. Das schon mal als Spoiler. Ja, er ist auch einer, der quasi von der Philosophie her sagt, die Charttechnik ist bloß die verdichtete Psychologie des Marktes. Abbildung der Aktionen sämtlicher Marktteilnehmer. Das ist nichts anderes. Genau das ist mein Ansatz. Ja. Sehr gut. Freue ich mich. Also, Tino freut sich. Herr Strelo hat uns den Gast aufgestellt, also kommt nicht von ungefähr. Wie wir es da machen, also wir werden auf jeden Fall irgendwie auch rund um den Gast hier eine starke Folge basteln mit Fokus auf Gast und Charttechnik. Sonst stellt einfach mal Fragen, sollte die nächste Woche aus irgendwelchen Gründen erstmal nicht behandelt werden, dann die Woche drauf, da ist dann wieder regulär, dann kommt wieder Gast. Also wie ihr seht, wir haben den Disclaimer, ich habe guten Sound, wir haben Gäste, also es nimmt richtig Fahrt auf jetzt hier. Ich mache den Nachruf, bitte, bitte, bitte abonniert diesen Kanal. Die Beastie Boys nehmen uns das letzte Hemd. Wir brauchen die Abonnenten. Ja. Und macht auch Daumen nach oben und schreibt Kommentare, dass euch das gut gefällt. Auch wenn euch das nicht gut gefällt, schreibt trotzdem, dass euch das gut gefällt. Genau. Sonst die Beastie Boys. Ja. Und dann würde ich sagen, danke. Oder will irgendjemand noch... Hey. Ja, natürlich. Oh Mann, das kann ich hier nicht leisten. Aber hey. Ich bin auch der Meinung, dass die Beastie Boys nicht alles kriegen sollten. Ja, aber dann würde ich sagen, also war mal wieder eine sehr schöne Folge. Und dann hätte ich gesagt, bis nächste Woche, Mittwoch wieder? Mittwoch wieder, ne? Ach so. Mittwoch oder Donnerstag? Also ich glaube, in Dresden ist kein Feiertag nächste Woche Donnerstag, oder? Ja. Also alle, man sollte den kurzfristigen Änderungen im Social-Media-Bereich bei uns folgen, aber Mittwoch oder Donnerstag? Also ich tippe mal auf den Mittwoch. Frau würde sich bedanken. Ja. Aber ich setze nicht alles drauf. Ich setze nicht alles auf den Mittwoch. Niemals. Niemals alles auf eine Karte. Niemals. So. Ja. Gut, aber wir wollen, also dass der Strelos Frau, die soll glücklich bleiben bei der ganzen Geschichte. Nicht, dass wir Herr Strelo dann nachher noch. Dann würde ich sagen, halten wir den Mittwoch fest. Nächste Woche Mittwoch, gleiche Zeit, gleicher Ort. Danke fürs Mitmachen, Zuschauen, die großartige Zeit. Und dann hätte ich gesagt, bis Mittwoch, bis dahin. Servus. Happy Wife, Happy Life.
Ciao. Oh, noch extra Weisheit.